Gleich geht es los mit der Pen & Paper Rollenspielrunde. Es ist ein Fanprojekt. Alle Beteiligten sind Laien und es wird so gespielt, wie es ihnen Spaß macht. Sie verkörpern dabei fiktive Charaktere, sie Schauspielern. Aussagen und Handlungen der Charaktere können also stark davon abweichen, was die Beteiligten denken oder tun würden. Dabei können auch schwierige Themen vorkommen. Wenn du merkst, dass das gerade nichts für dich ist, dann überspring die Szene oder schau einfach in der nächsten Folge wieder rein. Und damit viel Spaß! Sie lügen, wenn sie sagen, das Licht sei der Ursprung. Ich habe es gesehen und weiß, dass die Dunkelheit unsere wahre Heimat ist. Und nun, da diese Dunkelheit ihr Recht am Himmel fordert, fliehen die feigen Lügner, die Alten, die Sterne, hierher zurück. Doch hier warte ich. Und ich werde ihre Seelenlieder finden. Ich werde euch alle von ihren Lügen befreien. Das Licht muss enden, damit wir alle zurückkehren können in die Unendlichkeit der Dunkelheit, von der wir kommen. Ich bin Aran Talvar. Und wer soll mich aufhalten? Ja, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Endlich sind wir zurück aus einer kleinen, gezwungenen Sommerpause. Schön, dass ihr auch alle wieder hier seid. Die üblichen Verdächtigen sehe ich schon wieder im Chat sich austoben. Schön, dass ihr wieder hergefunden habt. Und auch hallo an, wie spricht man das eigentlich aus? Baal? Baal? Baal 84? Oder... B4484. Manche Usernamen finde ich ulkig. Ich glaube, es soll Baal heißen, weil Baal ist finster und böse und weiß ich nicht. Schreib mal in den Chat, wie man dich ausspricht. Und wir spielen heute Baal ist richtig. Guck mal, siehst du. Finster, böse, Baal. Ja. Können wir mit den Massen an Theologen hier im Stream, können wir was zu Baal sagen vielleicht. Aber wir spielen heute lieber Pen and Paper. Ne? Wir spielen die Sternenträger-Kampagne. Und ich schalte mal rüber und sag mal Hallo zu den Leuten, die heute da sind. Ich kündige jetzt schon mal an, wir sind leider wieder nicht vollzählig und es wäre auch beinahe heute wieder ausgefallen. Aber wir haben uns zusammengerissen. Wir haben sogar einen kranken Rintaro dabei. Hallo? Hallo zusammen. Als Lumin Geldor von Trallo. Und wir haben auch noch die Stadtpoetin dabei, als Shayariel Eulenschwinge. Hallo, schön, dass ich wieder dabei bin. Ja, du könntest was zu Baal sagen, ne? Aber ich könnte was zu Baal sagen, entfernt. Wir sagen lange einfach her, das Wissen. Wir sagen einfach zu Baal, hallo Baal, schön, dass du da bist. Hallo Baal. Hallo.
Gute Besserung an alle Kranken. Ja, das ist vernünftig. Ja. Genau. Danke, danke. Ja. Wir haben auch noch die Elanor dabei als Tashmiru. Die ist auch so halbkrank gewesen. Na, es geht gewesen. Ja, ich bin aber wieder gesund. Also ich bin heute voll einsatzfähig. Ja, super. So. Und dann haben Marbo wir noch. Marbo wacht über dich. Genau, Marbo wacht über die Kranken auch, ja. Und Slife haben wir auch noch. Der ist unser Schiffszimmermann aus Torval, der Snorri. Hallo. Hallo, hallo. Und den Pölle müssten wir heute leider entschuldigen. Der hat heute einen ultra anstrengenden Tag auf der Arbeit gehabt und ist nicht fähig, aufrechten Ganges irgendwie heute noch zu spielen. Aber schöne Grüße, falls du das nachschauen solltest, Pölle. Wir vermissen dich. Und irgendwann taucht er bestimmt wieder aus den Schatten, wie es ein Mondschatten des Vex so mit sich bringt. Taucht er aus den Schatten auf und überrascht uns. Ich brauche ihn ja. Er ist ja für mein seelisches Heil notwendig hier. Ja. Ja, sorry auch nochmal an die Leute, die in den letzten fast anderthalb Monaten versucht haben, irgendwie Streams von mir hier zu schauen. Es hat nicht hingerauen. Mal war ich krank, mal waren andere krank. Wir waren ein bisschen verflucht und deswegen haben wir uns so eine gezwungene Sommerpause genommen. Und deswegen sind wir jetzt auch mal, wir müssen eigentlich alle wieder so ein bisschen reinkommen in das Geschehen. Stadtpoetin war auch beim letzten Stream gar nicht dabei. Aufrechter Gang beim Fexgeweihten. Wie soll das nur enden? Ja, aufrecht halt. Was stellst du dir denn vor? Die gehen alle so? Ja, klar, immer in den Schatten. Immer gebückt. Man kennt's von Skyrim, weißt du? Ach so. Da gehst du ja auch extra immer nur geschleichend, damit dein Schleichenskill gesteigert wird. Ach so, ja. Ja, ist stimmt. Ja, ich spiele ja gerade Baldur's Gate, da ist es auch so, dass die immer so... Merkt man gar nicht, Koali. Du spammst ja jeden Tag mehrere Videos raus. Ja, es kostet mich auch Abonnenten. Es sind Leute weggegangen, weil die sind das nicht gewohnt von mir, dass ich so oft so viele Videos raushaue. Ihre Abo-Box voll gespammt wird. Ja, aktiviert man halt mal kurz diese Glocke und dann ist doch gut. Ja. Moin, frische Secondhand-Waffen. Noch etwas warm und kein Blut mehr dran. Ab heute Secondhand-Gliedmaßen, Nadelfaden gibt's gratis dazu. Nur bei Kevin, dem fahrenden Händler. Hallo, Kevin, der fahrende Händler oder Aspirien? Wieder so ein Name, den ich nicht aussprechen kann. Schreibt mal in den Chat, wie man das ausspricht. Ja. Schön, dass du da bist, aber. Und Secondhand-Waffen verkaufst, ohne Blut. Ja, wir sind immer noch hier. Ich zeige euch das mal ganz kurz. In Aventurien unterwegs. Und zwar sind wir nördlich der Salamandersteine, ungefähr irgendwo hier in den Wäldern unterwegs. Wo genau, kann man das gar nicht sagen, weil die Gegend ist nicht so gut erschlossen und wir sind ganz lange durch die Wälder gekreucht und gefleucht. Haben hier so ein bisschen abgeschnitten, hier so diesen so einmal quer. Alle schon sehr, sehr mitgenommen von ihrer Reise quer durch die Wälder, außer Shayaril, die ist das gewohnt. Und ihr hattet beim letzten Mal, oder ich glaube schon auch beim vorletzten Mal schon, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, weil es schon so lange her ist, ja, einen Elfen getroffen aus Quirassim. Und der hat euch ganz viel über Elfen erzählt und hat euch auch nochmal eingeschworen, dass da dieses merkwürdige Lied ist, dem ihr eigentlich folgt und dass ihr da auf jeden Fall nachgucken müsst. Und hat auch Tashmiru, glaube ich, was geschenkt. So. Ganz nett war er und hat sich dann aber wieder verkrümelt und ihr seid weitergezogen durch die Wälder und habt, merkwürdigerweise sind diese Wälder super bevölkert, keine Ahnung warum, aber so mitten im Wald habt ihr jemanden um Hilfe rufen gehört und jemanden laut fluchen gehört und da war jemand, den ihr sehen konntet, einen leicht untersetzten. Slife sagte in unserer Chatgruppe, er stellt sich den ein bisschen wie Majestix vor von Asterix und Obelix. Ja, Ähnlichkeiten sind durchaus da. Vielleicht nicht ganz so muskulös. ihr habt einen Travia-Geweihten namens Weltmal Alfendal gefunden.
Und der hatte ein, ja, ein verwüstetes Gefährt bei sich, so halb kaputt. Und hat sich ultra schlimm beschwert, dass ihm gerade ein Drachen sein Bier geklaut hätten. Und hat euch gefragt, ob ihr den Drachen nicht irgendwie für ihn erledigen könnt. Im Namen Travias dieses Drachengezücht aus den Wäldern vertreiben, die hier das bierklauende, unzüchtige, drecksfliegende Zeug, was da rumkreucht. Ich war, so ähnlich waren seine Worte. Genau, und ihr habt eigentlich alle was, ja, Drachenjagd, warum nicht? Also, ja, wir müssen ja dem Travia Geweihten noch irgendwie helfen und ja, Bier klauen geht ja nun mal gar nicht. Und was auch immer die Drachen mit Bier wollen, aber sie haben es anscheinend geklaut und sind davon geflogen und ihr konntet die auch schon so ein bisschen ausmachen zwischen den Wipfeln und irgendwie über euch, habt ihr die auch schon wahrgenommen. Und wisst auch ungefähr, wo die ihre Behausung haben sollen oder wo die ihr Nest haben sollen. Und ja, genau, dann seid ihr jetzt so halb auf dem Weg Richtung Drachenhort. In Führungsstrichen. Okay, du hast gesagt, wir haben sie wahrgenommen. Das hatte ich jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht hundertprozentig auf dem Schirm. Haben wir schon mehrere von den Baumdrachen gesehen oder wissen wir, dass es einer? Lässt sich schwer sagen für Lumin, also du hast auf jeden Fall, da das ja mitten im Wald, ne, also du hast ja so auf jeden Fall was über dich herumfliegen wahrgenommen und ja, was Schuppiges, Grünes war durchaus zu sehen. Ob das jetzt mehrere sind oder nur einer, der Kreise fliegt, schwer zu sagen. Wollten wir die nicht mit dem Köder anlocken und dann denen folgen? Das haben wir wahrscheinlich dann schon gemacht. Ich halte auf jeden Fall erstmal die Augen auf und schaue, ob ich sehe, wo sie hinfliegen und wo der Hort so sein könnte. Ja. Der Herr Alfendal zeigt doch in so eine Richtung. Da drüben sind sie hin, da! Zwischen den Wipfeln, da drüben, dann sind sie verschwunden, die elenden, Zwölfgötter verfluchten Echsen. Dann gucke ich mal da in die Richtung, ob ich was sehe. Ja, Bäume. Gut. Wald. Dann laufen wir mal in Richtung der Bäume. Lumin wird seine Armbrust bereit machen. Genau, ich nehme auch Pfeil und Bogen so, dass sie im Zweifelsfall einsetzen kann. Ich hole auch meine Wurfaxt raus, beziehungsweise zwei von den Dingern, also meine Wurfäxte so positionieren, dass ich im Zweifelsfall leicht werfen kann. Aber vielleicht sind sie ja auch ganz nett. Wir sollten nach der Geschichte mit den Goblins erstmal vorsichtig sein beim Angreifen. Ja, außerdem sollten wir vielleicht nicht, meint Adepta Tassia, wer weiß, wie lange wir denen jetzt hinterherlaufen müssen. Also es wird schon dunkel bald. Ja, okay, wenn es dunkel ist, können wir ja umdrehen. Es geht um wahre Heldentaten. Ja, aber nicht im Dunkeln, wenn der Drache mehr sieht wie du. Ich weiß gar nicht, können Drachen im Dunkeln sehen? Ich weiß es nicht. Kennt sich irgendjemand aus mit Drachen? Weiß ich nicht, aber ich werde sie sehen. Also in der Literatur, in der Fachliteratur, mein Professor Silberhaar, sind Drachen nun manchmal auch als, es kommt natürlich auf die Unterart der Drachen an. Es gibt verschiedene Arten von Drachen und er beginnt irgendwie zu in so einen Rezitiermodus zu verfallen, bis ihn dann Adapter Tassia stoppt und so genau wollten wir es gar nicht wissen. Also es könnte sein, dass sie im Dunkeln gucken können. Das reicht mir schon. Ja, könnte sein. Und wenn wir es mit einem alten Drachen zu tun haben, dann sollten wir lieber weglaufen, anstatt ihn hinterherzulaufen. Wieso? Weil ältere Baumdrachen gefährlicher sind? Nein, es ging nicht um Baumdrachen, es ging um alte Drachen. Nicht um alte Baumdrachen. Das ist nochmal was anderes. Man erkennt sie an der Schuppenform, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe das Buch vor 30 Jahren das letzte Mal gelesen, aber ich erinnere mich noch genau an den Vortrag von Magister. Ich lehne mich zu Snorri rüber währenddessen und sage, erinnere mich das nächste Mal, nie wieder Rückfragen bei ihm zu stellen. mach ich, sofort. Lass uns losgehen, solange es noch hell ist. Snorri geht voran. In dem, Wett-
Meinst du, bei dem Wetter finden wir da noch was? Wie kann man sie denn eigentlich anlocken? Also gibt es da irgendeinen Trick? Steht das auch in diesem Buch? Mit Ey, Sachen, mit die glänzen. Glitzerkram. Glitzerkram. Haben wir Glitzerkram mit? Alles, was funkelt, also alles Metallische. Lumi, du wolltest hast vorhin noch irgendwann gesagt, dass du deinen Wurfhaken aufpolieren wolltest. Mit einem Seil dran Ja, und aber dann. wollen wir riskieren, dass sie uns gleich angreifen oder wollen wir ihnen eine Falle stellen? Wie lang haben wir denn noch Tageslichter? Grob. So, Shayarigil schätzt, dass das noch so, das Licht noch ausreicht, so für eine Stunde ungefähr. Oh, das ist nicht lang. Stunde ist vielleicht ein bisschen knapp. Wir können ja mal, weiß ich nicht, wir können ja vielleicht 20, 30 Minuten mal investieren, schauen, in welche Richtung das geht, und dann machen wir ein Lager und gucken dann halt Kacklo, am nächsten genau Tag Plan. erst weiter. Und packen vielleicht keine glitzernden Dinge direkt an uns. Außer wir haben den Plan, dass sie uns direkt angreifen. Professor Castellani meint auch, vielleicht ist es im Dunkeln, können wir uns besser anschleichen an einen Drachenhort. Durchaus nichtsdestotrotz sollten wir vielleicht vorher ein Lager aufgebaut haben, als dass wir es hinterher mitten in der Nacht machen müssen. Wusstet ihr, dass das Horasreich von einem Drachen beschützt wird? Das ist mir neu. Nein. Scharf hier. Und warum tut ein. Ist ja auch egal, wir sollten uns jetzt erstmal konzentrieren. Ja, Ja, okay, also die machen wir das alten so. Drachen sind weit verstreut über ganz Aventurien, auch zum Beispiel. Ja, also wir gehen, also wir machen das jetzt so, ja, halbe Stunde investieren und dann die andere halbe Stunde das Lager aufbauen. Also ich hoffe, wir haben dann in der Umgebung dann einen halbwegs vernünftigen Lagerplatz. Der Hügel oben vom, wenn wir zurückgehen halt. Da oben der Und Hügel war halt ganz gar nicht mal so schlecht geeignet, aber. was ist, wenn Sie das Bier bis dahin ausgetrunken haben? Ich glaube Das, weniger, dass ob die die. trinken. Machen wir. Castellani verschränkt die Hände so vor. Dann sind sie vielleicht betrunken und wir haben es einfacher. War das Bier denn in so Ein wahres Wort. silbernen Gefässern oder warum wollen die das Bier haben? Ich weiß nicht, warum Baumdrachen Bier klauen. Wo, Ich wie war hab's das denn garantiert gelagert, nicht das in Bier? silbernen Fässern. Nein, 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 nein. Okay, die Verschläge sind ein bisschen silbern. Reicht vielleicht schon. Okay, lass uns aufbrechen. Gut. Vielleicht haben sie einfach nur Durst auf gutes Gebräu. Bestimmt, so wird das sein. Vielleicht lasst ihr uns mal probieren, wenn wir es gefunden haben. Wenn ihr das Bier rettet, dann soll das euer Lohn sein. Bleibt ihr hier oder kommt ihr mit? Also ich bin jetzt im Kampf, also nicht so ein, also Moment, und dann geht noch mal so ein paar Schritte zurück zu seinem Karren, der so umgestürzt, der immer noch da rumliegt, und kramt da so ein bisschen drin rum und holt so ein Knüppel. Ich decke euren Rückzug. Dann bin ich beruhigt. Gut, Für finde ein ich gut. gutes Bier, für ein gutes Bier bin ich zu manchem bereit. So, ich deute noch mal, hebe die Axt und sage: Voila! Da drüben sind sie Sarah, verschwunden. Shayage, geh vor. Du kennst dich hier aus. Du hast den schärfsten Blick. Sagt der Torwaler. Gut, ich gehe vor. Wir sind im Wald. Der Natürlich. Traviergeweihte deckt hier unseren Rücken. Gut, dann gehen wir mal vor und tasten uns so langsam noch vorwärts, solange die Menschen dann noch was sehen. Dann kriecht und schleicht ihr durch den Wald. Für ein paar, ja, so 10, 20 Minuten lang, und findet dann immer wieder tatsächlich diese Luftzüge, die von oben kommen, und Shayari kann mit ihrem geschulten elfischen Blick zwischen den Baumwipfeln tatsächlich Bewegungen oben wahrnehmen. Wahrscheinlich sind es mehr als ein Drache. Vermute es mindestens zwei. Also ich denke, es sollten ein bis zwei Drachen sein, mit denen wir es zu tun haben. Zur Silbermann. So wie ich das Rot. sehe. Zwei. Wie sahen sie aus? Hatten sie rote oder grüne Schuppen? Oder waren sie sogar blau? Waren grüne Schuppen.
grüne, ja, ich denke, sie hatten grüne Schuppen. Sie waren halt sehr schnell und ich habe vor allen Dingen ihren Sehr Flug gut, sehr gut. beobachtet. Grüne Schuppen sind schon mal gut, ja. Wieso? Was wäre mit blauen oder roten? Das wollt ihr gar nicht wissen. Vielleicht speien sie andersfarbiges Feuer oder Die können ernsthaft Feuer speien? was weiß ich denn? Ich habe noch keinen Drachen gesehen. Naja, das wäre eine taktische Überlegung, die man in die Jagd mit einbeziehen müsste. Ja, das stimmt natürlich. Aber lasst uns am ehesten die Adepter fragen, nicht wieder den alten verwirrten Mann. Guck den alten verwirrten Mann an. Guck die Adepte an. Der hat sich so an seinen Stab geklammert und guckt so. Können grüne Baumdrachen Feuer speien? Was fragt ihr mich das? Ich habe noch nie einen Drachen gesehen. Ich habe auch noch nie ein Buch über Drachen. Also bei dem Vortrag, den Professor Silberhaar sagte, da war ich noch nicht geboren. Weiß Castellani sowas? Naja, wenn er schon erzählt, dass seine Heimat von einem Drachen beschützt wird, leicht. Hilberto, weißt du was über grüne Baumdrachen? Grüne Ba. Ich weiß nichts über Baumdrachen, nee. Ich guck den, ich atme einmal schwer ein. Es könnte doch schon sein, dass die so ein Kann das sein, bisschen dass niemand von feuern uns sich können. mit der Drachenjagd auskennt? Ich habe auch immer mal Ja. davon gehört, dass sie in manchen Wäldern existieren. Aber ich habe nie gehört, dass das große Unheilbringende seien. Also wenn die irgendwie gemeingefährlich gewesen wären, dann wäre das bestimmt irgendwie eine Fußnote dabei gewesen. Aber so. Vom Schatten her. Magister. Wen sprichst du an? Naja, den Anastasius, also den Silberhaar. Den Silber. Ist Ja. Hilberto auch ein Magister? Ach so, ist ja, stimmt, ist auch ein Sind Magister, beide, ja. 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 Adepta Tassa ist auch Magistra. Ja. Ja, geil, Aber ich habe den. ihr Ansprechtitel ist eigentlich Adepta, ja. Okay. Magister Silberhaar? Da ihr unser Drachenexperte zu sein scheint, könnt ihr Ja. uns etwas über grüne Baumdrachen erzählen, was sie können oder was sie nicht können? Können sie Feuer So. speien? Grüne Baumdrachen. Da war sich die Fachliteratur nicht einig. Es gibt verschiedene Unterarten des grünen, beschuppten Baumdrachen. Es soll Exemplare geben, die Feuer speien können. Ja. Oder die wesentlich gefährlichere Art speit eine Art giftigen Nebel. Ha. Ich gucke Aber es kann zu. auch sein, wenn es ganz kleine sind, dass sie gar keinen Atem benutzen. Außer sie haben was Schlechtes gegessen. Gucke zu unserem Traveler-Geweihten. Wie wichtig ist euch das Fass? Das ist der heiliges Bier der Travia. Das Wir ist euch müssen sie wichtig ja nicht genug. gleich angreifen. Wir können doch einfach mal gucken. Vielleicht Wollt ihr geben wir ja verhandeln oder was wollt freiwillig ihr raus. machen? Also ich Ja, bin kein warum nicht? Experte über Tiere im Wald, keine Frage. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn wir an ein Nest von irgendwas gehen und etwas in der Größe eines Baumdrachen da ist, glaube ich nicht, dass sie einfach so verschwinden und uns machen lassen. Das glaube ich auch nicht. Aber vielleicht kann man ja mit denen reden. Also Lass sich nicht für aufhalten. Shayabil ist es auch irgendwie logisch, wenn das halt Tiere sind, die hier wohnen, dass die auch aggressiv werden könnten, wenn ihr euch jetzt dem Hort oder dem Nest irgendwie nähert. Also ich denke, wir sollten auf jeden Fall vorsichtig sein. Ich meine, wenn ich jetzt so einen Adler denke oder an Schwäne oder überhaupt, egal welche Tiere in der Wildnis, die würden alle ihre Nest und ihre Jungen verteidigen, falls sie welche haben oder ihre Güter. Die Frage ist, ob wir irgendwie anders sie weglocken können, dann können wir vielleicht eher an ihren Hort ran. Also wenn einer sich irgendwo hinstellt und ein paar Glitzerdinge platziert, dann können wir vielleicht in der Zeit mal ihren Hort angucken, ob sie da das Bier haben. Und was ist dann, weiß ich nicht, also so ein
Mein Kletterhaken oder so hätte ich dann hinterher schon ganz gerne wieder. Dann hätten wir das Bier gegen Kletterhaken getauscht, oder was? Ich glaube, das wäre ein guter Tausch, meint Bruder Alfendal. Naja, also Sie wollen ja wahrscheinlich nicht noch ins Gebirge. Wir schon. Ihr wollt ins Gebirge? Was wollt ihr denn da? Wir sind auf einer Reise. Ins Gebirge? Ja, zumindest Er antwortet aber nicht die Frage, was er da wollt. auf einen Tafelberg. Wir haben einen Notruf gehört, dem wir folgen wollen. Wir wollen einfach ein bisschen die Wälder hier erkunden. Ah ja. Naja, wie dem auch sei. Ja. Hauptsache, ihr holt das Bier wieder. Wolltest deinen Haken doch anbinden, Lumin. Feuer oder ja, stimmt, anseilen, dass wir den quasi runterziehen können. Aber wenn das dann hinterher wieder einfach loslässt, dann. Aber vielleicht überraschen wir ihn damit ein wenig. Und wenn das Seil lang genug ist und die Baumdrachen nicht allzu hoch fliegen, dann könnten wir dem Seil vielleicht einfacher folgen. Vielleicht binden wir noch irgendwas am Seil fest, dass das Seil sich nicht einfach irgendwie in den Baumästen verheddert. Naja, ein Stein oder sowas. Das hält noch, ich weiß nicht, wie stark solche Drachen sind. Stein oder ein kräftiger Ast oder so vielleicht. Oder wir bauen eine richtige Falle. Kann das jemand von uns? Wir haben ja Netze dabei. Dann könnte man vielleicht einfach die Drachen da so fangen. Du willst mir jetzt also einfach sagen, dass unsere Natur. Frau, die quasi einzig und allein dafür da ist, um uns hier Leben durch durch das Ding, uns jetzt fragt, ob jemand von uns eine Falle bauen kann. Von uns Stadtmenschen. Finde ich gut. Nee. Snorri, du bist doch Naja, ich brauche Bootsbauer. halt nicht so gute. Also ich meine, ich habe halt noch nie einen Drachen gefangen mit einem Netz. Also, wie groß war denn dieser Baumdrache? Ja, vom Schatten her würde ich schätzen, ungefähr wie ein Geier. Ja, also Und wie ein, groß zwei ist jetzt so ein Meter. Geier? Könnte auch so groß sein wie ein Mensch. Oder Ja, größer genau. nicht. So 1 bis 2 Meter würde ich sagen. Ich kenne mich ja nur Spannweite, mit ja. Drachenbo Ich kenne mich ja nur mit Drachenbooten aus, aber wie groß wird so ein Baumdrache eigentlich? Wenn der nur 2 Meter groß wird, Wenn es dann. die kleine Art ist, die Baumdrachen, mir fällt der Fachbegriff nicht ein. Wie viel Liter Ist hatte gut, das ist gut. Bier? Moment, ich muss mir das überlegen, wo habe ich den Fachbegriff? Den brauchen wir nicht. War das ein 5 oder ein 10 Liter Fass? Meine Wand, es waren ein 20-Liter-Fass. Dann wird es kein kleiner 1 Meter Baumdrache sein. Dann wird es kein kleiner sein. Außer sie sind um einiges stärker, als sie aussehen. Sind sie, denke ich. Das sind sie wirklich, denke ich. Auch ja. Adeptatassia verdreht so. Ich habe gehört, Drachen können auch zaubern, Magister Silberhaar. Stimmt das? Vielleicht haben sie das ja auch damit dann irgendwie. Ich glaube nicht, dass sie Nein, nein, zaubern nein, können. nein. Der gewöhnliche Baumdrache kann nicht zaubern. Nein. Okay, dann Aber hoffen wir, Feuer dass oder es ein Giftschwein? gewöhnlicher Baumdrache ist. Wenn es ein gewöhnlicher Baumdrache ist. Also das heißt, und wie heiß kann so eine Flamme von so einem gewöhnlichen Baumdrachen sein? Und Oh, wie? sehr heiß. Also wir sollten uns auf jeden Fall in Acht nehmen wenn sie denn Feuer speien. Und wie giftig kann so ein Giftatem von so einem Baumdrachen Sehr sein? giftig. Ha. Lumin, Irgendjemand ahnt. was hast du erwartet als Antwort? Vielleicht irgendwie leichte, weiß ich nicht, Atemprobleme oder sowas, aber für einen Mensch sonst nicht weiter tödlich oder Man irgendwie muss ein bisschen sowas. aufpassen. Meistens kann man das erkennen, bevor sie ihren Atem als Waffe einsetzen. Müssen sie so ein bisschen in dem Buch stand, sie recken ihren Kopf so ein bisschen nach oben und klappen den Kiefer in einem 20-Grad-Winkel nach links unten. Kann auch rechts unten sein, ich bin mir nicht mehr sicher. Also, wenn wir den Kopf nach oben strecken, sollten wir schnell abhauen. Gut, aber dann helfen, wenn die wirklich Feuer können, dann helfen uns Netze auch nicht viel, weil dann können sie sich daraus befreien. Ja, und wenn wir Netze haben und sie speien auch mit Gift oder sowas um sich herum, dann wir wissen ja gar nicht, wie weit das geht. Hey, wir sind, Ist wären ja das Netz denn woanders. feuerfest? Meint Castellani. Hey, das sind, glaube ich, nur ganz Ja, aber normale lass Netze. uns doch einfach losgehen. Würdest du sie einfach direkt angreifen? Das einzige Netz, was ich habe, ist meine Hängematte.
Ich habe Netze mitgenommen. Das ist gut. Fassen Sie Ja. denn ein 2-Meter-Geschöpf mit Flügeln? Oder sind die eher fürs Fischen gedacht? Die sind eher so für kleine Tiere gedacht. Wir sind genug kampferprobte Recker, um das zu schaffen. Jetzt lasst Ihr uns seht auch aufhören sehr zu stark reden und aus. entweder sagen, wir gehen los oder wir lassen den Geweihten hier. Also Nein, langsam nein, dämmert es nicht den auch. Geweihten hier lassen. Das ist eine ganz schlechte Idee. Das habe ich mir gedacht, dass du das findest. Also so in 20 Minuten so sollte es so sein, dass ihr nicht mehr so viel seht oder in 30. Also wir sollten jetzt Ja. entweder wirklich los oder jetzt ein Lager aufschlagen. Ich hoffe, während wir geredet haben und dass Lumen gesagt hat, komm, wir gehen, jetzt sind wir schon losgegangen. Naja, er redet Ja. auf dem Pfad, ja. Ja, das wäre Ja. nämlich, das wäre mir sehr lieb. Aber ja, wir könnten jetzt mal langsam gucken, dass wir hier einen halbwegs vernünftigen Rastplatz finden oder so und schon mal unsere Zelte aufbauen, dass wir ein Basislager haben, von dem wir dann gehen. Weil wir sind ja zumindest schon mal grob in die Richtung gegangen. Ihr seht auch jetzt immer wieder also jetzt auch die anderen, nicht nur Shayariel, irgendwie zwischen den Wipfeln oben jetzt immer wieder so diese Schatten herumfliegen und da hört auch so ein leichtes, so eine Art Brüllen, kann man sagen. Jetzt nicht super bedrohlich, aber es ist halt schon irgendwie, der macht auch jetzt auf aufmerksam, dass er da ist, der Baumdrache anscheinend. Wir nähern Wollen wir uns also dem Hort. jetzt wirklich hier so ein Lager mitten bei dem Baumdrachen aufschlagen? Also Also irgendwie. wenn wir fertig mit dem Fass sind, dann wird es wahrscheinlich keine lebenden Baumdrachen mehr geben. Ich Ich mach fand mal die ein. Sache mit dem Anlocken gar nicht so verkehrt mit Adeptatassia. Haben wir nicht ganz viele, wir können noch Münzen oder sowas einfach hier hinlegen. Münzen, was sind denn Münzen? Na, Geld. Geld? Die Schaust du kleinen. zu Alricio, der so. Die kleinen glänzenden Scheiben, mit denen Menschen gegen Waren tauschen. Schmuck. Dieses, ja, das sieht aus wie Schmuck hier. Ich tausche mir, zieh deine Münze, zeig dir sowas und sowas. Du solltest es vielleicht nicht hochhalten, das sind Baumdrachen. Es ist dunkel, es ist jemand, also zeigt dir das halt so. Dann hätten Okay, wir. gut. Ja, Ich hätte sie wenn du dabei. das so hochhältst und irgendwie das leicht so ins Licht hältst, in Ja, das ich Licht der zeige, ja. untergehenden Sonne, hörst du es dann sofort so Ups. von oben. Ich steck's mal wieder weg. Ich würde mal, okay, lass uns das doch versuchen, dass wir die irgendwo hinlocken und weg vom Hort, wenn wir entdecken, wo der ist. Ein bisschen weiter entfernt. Dann könnte einer in Ruhe das Hort erkunden. Und vielleicht kriege ich irgendwas aus den Netzen gebastelt, das wie eine Falle ist. Oder wir machen halt so eine heben eine Falle aus, dass sie reinfallen, aber da können sie ja rausfliegen. Es ist schwierig. Ich kenne mich mit Drachen nicht aus. Naja, also können Sie Ihre Flügel nicht benutzen, können Sie auch nicht fliegen. Ja, wenn die Falle Vielleicht, klein genug ist. Ja. vielleicht, wenn Das wir genug Münzen hochwerfen, dann kommen sie einfach an und sind quasi in Nahkampfreichweite und wir können dann zuschlagen. Ich Das glaube, ist eine dann werden. gute Idee, meint der Travia-Geweihte. Ja, natürlich Ich können wir eine Falle versuche. aufmachen. Hier ist genug Gebüsch und dann sind wir in der Nähe und dann, sobald sich einer Zuschlagen hinsetzt gefällt mir. und die Sachen zugreifen, können wir aus dem Gebüsch raus und schnell einen Drachen. Dann gehen wir gezielt auf die Flügel und dann kann er zumindest schon mal nicht wegfliegen. Nichtsdestotrotz fehlt uns dann immer noch das Problem, haben wir immer noch das Problem, nicht zu wissen, wo deren Hort ist. Und solange ein Drache abhaut und Richtung Hort fliegt, um seine Wunden zu lecken oder sowas, können wir ihm folgen. Von daher wäre das vielleicht mit dem Kletterhaken nicht schlecht, wo wir dann ein Seil dran machen und am Ende des Seils dann quasi einen Ast. Der halt das Seil ein bisschen runterhängen lässt, damit wir dem leichter folgen können. So, das wäre jetzt meine Überlegung. Ja, dann lass uns es doch machen. Und das Gute ist, wenn er meinen Kletterhaken direkt bei denen in den Hort reinpackt, hätten wir gegebenenfalls schon direkt ein Seil, woran wir uns hochziehen können, um zu dem Hort zu kommen. Wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Das klingt auch gut. Na dann. Sehr Aber dann gut. greifen Sie uns ja immer noch an, wenn wir zu dem Hort gehen, weil wir Ihren Hort betreten Dann können wir und Sie immer das noch, verteidigen wollen. wenn wir Und wissen, wo wir haben deren. nicht den Vorteil, dass Sie in der Falle sitzen und dann erstmal mit uns reden und erzählen, wo Sie das Bier versteckt haben oder so. Mit den, also überlegt, er stolpert die ganze Zeit mit seinen Gedanken so von wegen, du siehst, was ist, aber ja, stimmt, sie hat das schon mehrfach getan, ja. Ich weiß nicht, ob ich mit Drachen reden kann, aber man könnte es ja mal ausprobieren. Aha. Und ich meine, man kann nicht einfach Drachen töten. Das sind Drachen. Die haben ja auch ein Recht zu sein in diesem Wald. Ja, aber ich meine, sie werden uns nicht, also
Wir können versuchen, sie zu fangen. Wenn du dann mit denen reden kannst, wunderbar. Das Problem wird nur sein, wenn einer gefangen ist, wird er wahrscheinlich um Hilfe rufen und wenn dann noch ein zweiter da ist, wird er wahrscheinlich kommen. Und es kann keiner von uns mit denen reden, außer du. Und ich werde mich nicht verbrennen oder vergiften lassen, auf Verdacht hin, dass du es vielleicht mit Reden schaffst. Aber wenn wir zu dem Hort gehen und zwei, drei Drachen angreifen, ist auch nicht besser. Ja, aber zu dem Hort müssen wir ja, weil wir ja irgendwie dieses Bierfass finden Ja, wollen. aber es ist ja besser, dahin zu gehen, wenn die Drachen nicht da sind. Dazu müssen wir aber trotzdem erstmal wissen, wo es ist. Ja, Zwickmühle. Ich Es finde, muss als hier wir da irgendwo in der sind, Nähe ist. sein. Sie können gar nicht weit weg sein. Ja, wenn das Ja. jetzt auf jeden Fall schon Lärm macht oder so, gehe ich mal davon aus, ist das so eine Art Warnung, oder? So nach dem Motto, hey Leute, geht mal lieber woanders hin. Ich Ist würde davon noch lassen mal. sich doch, davon lassen sich doch Krieger wie ihr nicht abhalten, oder? Ja, das nicht, aber das heißt ja nur, dass der Hort in der Nähe ist. Sorry, Snorri, was wolltest du sagen? Ich stehe so im Hintergrund und streiche das Blatt meiner Axt und sage: Ich sehe das wie Lumin. Wir sollten jetzt losmachen hier. Also, wir können versuchen, einen zu fangen. Nichtsdestotrotz sollten wir jetzt erstmal hier ein Lager aufbauen, damit wir ein Lager haben. Du kannst ja eh im Dunkeln besser sehen, hast du gesagt. Das heißt, du kannst auch noch im Dunkeln dein Netz fertigstellen. Ja, also ich würde auf jeden Fall ein Fangnetz basteln. Das kann man ja auch später noch einsetzen. Wir sollten vielleicht gucken, dass wir irgendwie ein Lager finden, was wir halbwegs gut verteidigen können, auch gegen fliegende Gegner. Und guckt sich so um und denkt sich so, wie auch immer das zu sein, wie auch immer das möglich sein soll. Der Hügel wäre ganz gut gewesen, aber das ist dann auch wieder weit weg von den Drachen. Also genau, außerdem, sie haben einen Karren umgeworfen und ein 20-Liter-Fass mitgenommen. Also die werden auf jeden Fall schon Kraft haben. Aber ich Jawohl. glaube, ich habe nichts Verbranntes gesehen an dem Karren oder an dem Hügel, oder? Nee. Wenn ich mal so überlege. Also vielleicht, okay, vielleicht haben wir Pech und sie können Gift speien, weil Feuer wäre mir tatsächlich in dem Fall ein bisschen lieber. Okay, dann bauen wir jetzt erstmal das Lager auf und ich würde versuchen, ein Fangnetz zu basteln, das ich im Zweifelsfall werfen kann über den Hort oder so. Wenn ich Und irgendwie dann. helfen kann, sag Bescheid. Ja, Ja, wir können aber du auch den. müsstest deinen Haken fertig machen mit dem Seil. Nee, Den das können geht wir auch schnell, das einfach ist kein an einen Baum Problem. festbinden. Dann greift er danach und will es nehmen, kriegt es aber nicht weg und dann können wir gegebenenfalls das Netz drüber werfen. Von oben, aus dem Baum oder so. Aber dann wissen wir ja immer noch nicht, wo der Hort ist. Er soll ja erstmal zum Hort fliegen. Ja, Aber ich aber denke, heute wir wollen Nacht, einen. glaube ich, gibt es echt Nee, nichts mehr. morgen. Aber ich denke, wir wollen einen fangen, damit du mit dem reden kannst. Beides geht. Wir können auch erstmal den gucken, wo er seinen Hort hat und dann. Vielleicht hat der Torwaller wieder nur eine doofe Idee, aber kannst du nicht auf so einen Baum klettern, sagen Hallo und gucken, ob einer mit dir redet? Super Ich will ihn ja Idee. nicht, aber Also ich würde mal wenn auf einen wir. Baum klettern und gucken, ob ich oben mehr sehe. Aber ihr könnt ja mal das Lager währenddessen aufbauen. Ei, bauen alle das Lager auf und Ich kletter auf einen Adepta Baum. Tassia geht dann so zu Tashmero rüber und meint dann, ist ja nicht, also die Männer in unserer Gruppe sind alle so ein bisschen aggressiv gerade. Außer Shayaril und mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Nein, niemand mit diesen reden zu wollen. Mit wem reden zu wollen. Den Drachen. Ich kann nicht mit den Drachen reden. Also, ich sorge einfach nur dafür, Weißt du dass doch halt wir noch alle hier gar wieder heil nicht. rauskommen. Vielleicht ja doch. Du hast ja nicht mal Nein. versucht. Ja, aber ich kann kein Drache oder welche Sprache sie auch immer reden. Mit Tieren reden kann ich auch nicht. Ich glaube, es gibt niemanden, der drachisch kann. Ich glaube, dafür Seht ihr muss das man Problem? ein Drache sein, damit man drachisch kann. Seht ihr das Problem? Ich werde meine. Ja, aber Die anderen unterstützen. einige Drachen sollen auch Garethi sprechen. So die Gebildeten. Ich glaube dazu, ich weiß nicht, ob dazu die Baumdrachen unbedingt zählen. Ich glaub, das sind dann eher die ganz großen alten Drachen. Vielleicht gibt es ja auch Und alte vor allen Dingen, Baumdrachen. ja, aber in einem Elfenwelt wird wohl kaum ein
Vielleicht Rache, sprechen sie gerne mit dir Elfisch. sprechen. Das kann dann wiederum Shayari weit besser wie ich. Ja, ich gucke einfach mal. Hör ich die beiden noch? Du bist ja auf den Baum hochgeklettert. Du musst einen großen Baum ausgesucht und kletterst hoch, dann kriegst du einen leichten Überblick und siehst tatsächlich in einiger Ferne so die Baumdrachen, zwei Stück, wie sie so über eurem, so in gehörigem Abstand zwar, aber sie kreisen. Also jetzt nicht direkt über euch, aber so über irgendwas, also so in vielleicht noch 20 Minuten oder so entfernt. Kreisen da über so einer Stelle am Wald. Und was du aber auch wahrnehmen kannst, ist, dass dann noch jemand auf einem anderen Baum sitzt, so ein paar Bäume weiter. Aber sobald du der gewahr wirst, verschwimmen so die Umrisse ein bisschen. Und du kannst ihn schon nicht mehr wahrnehmen oder es oder sie, keine Ahnung, da war irgendwas im Baum. Meine ich, dass das eine Elfin ist? Könnte sein. Auf jeden Fall. Humanoid. Vielleicht auch ein Affe, der zaubern kann. Aber davon hast du noch nie gehört. Der Verfolgerelf. Gut, den ignoriere ich erstmal und gucke mir genau an, wo die Drachen so rumkreisen und scheinbar ihre Beute bewachen. Und wo man vielleicht gegebenenfalls sie weglocken könnte. Gibt es denn in der Nähe noch eine lichte Stelle? Ist ziemlich dichter Wald hier, eigentlich. Na gut. Die letzte lichte Stelle war da, wo ihr den Wagen gefunden habt. Gut, dann kletter ich erstmal runter und erzähle den anderen davon. Ah, nur 20 Minuten in diese Richtung. Ah, das. Werter Herr Torvala, das ist doch. Wollen wir wirklich noch lagern? 20 Minuten, also. Die Piraeus-Scheibe wird dann untergegangen sein, aber die Axt trifft ja auch im Dunkeln, oder nicht? Ja, aber wir haben noch keinen Plan. Wir brauchen Ja noch doch. Netze und Hin, Axt Fangdinger. auf Kopf, Drache tot, wir holen das Fass zurück. Ich würde mal zu Adepta gehen und sie beiseite nehmen. Findest du den auch unheimlich? Nicht, dass der irgendwas im Schilde führt und eigentlich es auf die Drachen abgesehen hat oder so. Ich weiß nicht, also er will auf jeden Fall sein Fass zurück. Der redet von nichts anderem. Ich weiß, ich finde ihn irgendwie merkwürdig. Ich weiß nicht, ob wir dem trauen sollten. So willst du einen Traviergeweihten, also nicht Es ist ein trauen. Mensch. Ja, Kann ich man Menschen auch. trauen? Eigentlich Nicht sind darüber wir muss ich alle nachdenken. Menschen hier, außer dir. Traust du uns allen nicht, oder was? Naja, ihr habt ja schon bewiesen, dass man euch trauen kann. Aber so bei neuen Menschen muss man ja immer erstmal gucken. Außer der eine, der ist ein bisschen komisch, Arigio. Aber die anderen, ich glaube, das geht schon. Wieso ist er komisch? Der ist immer so streng. Streng? Das wäre jetzt das Wort, was mir am allerwenigsten bei Arecchio eingefallen wäre. Aha, mit seinem Namen und diesem einem Zauber, weiß ich nicht, Ritual, Götter, komisch Arecchio kann Zeugs. zaubern? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ah, Götter. Magiezeugs. Göttermagie. Zeug. Ist nicht dasselbe. Ja, das ist bei weitem nicht dasselbe. Das ist. Und Aschmero ist auch gruselig. Die kann sich einfach mal anschleichen, obwohl sie weit entfernt steht. Ich war gar nicht weit entfernt. Ich saß hier gerade vor euch am Feuer. Ihr habt mich einfach nur nicht Ein gesehen. bisschen, als wäre sie mit den Schatten verschmolzen und hier wieder aufgetaucht. Ja, das scheint Die sie gut Fähigkeit gehen habe zu ich können. nicht. Nein, das ist die. Seid ihr sicher, dass ihr keine Magierin seid? Ich kenne einen Ja. Zauber mit Schattenverschmelz. Ja, ich bin definitiv keine Magierin. Ich behalte euch im Auge. Ich Nehme denke halt. jedenfalls, wir sollten bei diesem Eifendal vorsichtig sein.
Naja, vielleicht ist auch einfach ein wenig, hat ein wenig, wer ist das? Zivilisationseinzug, der Gute. Einfach zu viele Was? Menschen jetzt auf einmal. Stadteinzug. Wie wenn du in eine Stadt gehst, vermisst du den Wald und er ist Ja. jetzt hier draußen in der Wildnis und braucht wieder Leute. Jetzt Der hat er Leute und ist total aufgeregt, dass die Leute ihm helfen wollen. Traviergeweihte. Vielleicht hat er auch einen Bierentzug. Ja, das kann natürlich auch Das sein. kann durchaus sein. Ja, dann Also ich verstehe ich, bin. warum er so hektisch ist. Wenn ich Also das so richtig Traviergeweihte verstanden sind habe jetzt mit nicht Menschen dafür und Bier. bekannt, dass sie hinterlistige und durchtriebene Menschen wären. Eigentlich sind das immer die nettesten der nettesten. Weil Travia steht für Familie und warmes Herdfeuer und willkommen sein und so. Und Bier? Und Bier. Es geht um Bier. Natürlich ist der Mann aufgebracht. Oh. Jetzt schleicht sich der Torwalle auch schon an. Ariel, du musst viel lernen. Ja, wenn ihr hier alle steht und konspiriert, komme ich natürlich dazu. Was glaubt ihr Das denn? hier ist ein Frauengespräch, Snorri. Nimmt so seinen Zopf und macht ihn auf und schmiegt sich die Haare ins Gesicht. Das kann ich auch. Sehr überzeugend. Wie ist das bei euch Menschen mit den Geschlechtern? Ich weiß nicht, also Wie Snorri meinst du ist ja auch das? ein. Ich weiß nicht, ob. Ist Snorri ein Torvald ein Frauenname? Nein, natürlich nicht. Was glaubt ihr denn? Was glaubst du denn? Ah, Herrgott. Aber ich Mit glaube, bei jetzt uns. Geschlechter? Also, ich gucke so an mir runter. Nein, ich packe ihn jetzt nicht auf. Ah, elf. Da sei Hesinde vor, spätestens, wenn nicht sogar die anderen 12 auch noch mit. Ja, natürlich. Bei Raya wäre ich Natürlich. mir da nicht so sicher. Ja. Okay, also wir vertrauen jetzt diesem Jetzt Typen hat sich oder Lumin auch noch Eifenda und angeschlichen. dann Naja, und ihr machen das unterhaltet einfach. hier gerade das ganze Camp. Also, es ist ja nicht so, dass er jetzt gerade hier so leid. Also, seitdem Story hier ist zumindest. Naja. Also, das Lager ist jetzt soweit fertig. Okay, ich habe mein Netz versuche ich nebenbei zu knüpfen. Ich habe meinen Haken poliert. Super. Okay, dann sind wir Ah, bereit. Dann poliert. Ah. müssten wir eigentlich. Sorry. Wollen wir dem Travia-Geweiht nicht, also was von unserem Bier geben, damit er nicht so suchtet? Bier, ich glaube, wir haben nur Schnaps. Ach, Wir vielleicht haben. ist Snorri so. hat gesagt, wir brauchen nur was Härteres als Bier. Ich reiche dem Travia-Geweihten mal prima Feuer rüber. Nehmt einen Schluck, das beruhigt. Echte, ist da Kümmel mit drin? Natürlich. Mmh. Schüttet das so runter. Ist das so ein bisschen so. Nicht mehr ganz frisch. Also, das tragt ihr bestimmt schon eine Weile mit euch rum, oder? Natürlich, natürlich. Ich bin auch mit. Hier gibt es doch kein Bremer Feuer mitten in der Wildnis bei diesen Elfen. Ja, wir müssen das ändern. Also, das ist eine der göttlichen Aufgaben ist es, selbst in die entlegensten Gebiete ein bisschen Zivilisation im Sinne von Bier und Schnaps zu bringen. Sehr gut, der Mann. Aha. Eine Aufgabe für ein Leben. So ist es. Lumin, willst du dir auch noch Mut antrinken? Also wenn wir heute Abend noch versuchen, irgendeinen Baumdrachen zu holen, würde ich glaube ich. Ach ja, komm, warum nicht? Prost! Ja, und auf die Zwafnir! Helden. Ah. Swafnir, ja. Ondras Sohn ist immer ein Trost wert. Der Torwaller guckt skeptisch. Was auch immer ihr sagt. Danke. Ich suche mir mal Salbei zusammen und mache mir so einen Kräutertee. Also gehen wir dann heute noch los? Nein. Nein, wir sehen doch nichts mehr. Willst du gegen Bäume laufen? Und Von Bäume Bäumen kann schlagen? keine Rede sein. Dann müssten wir Magier mit diesem Lichtzauber oder Fackel nehmen.
Ja, aber wenn wir einfach morgen früh laufen, ist es hell oder wir können auch die Falle stellen. Denn so Sind alle scharf scheinen sie auch nicht auf ausgeruht. Glitzer zu sein und guckt auf sein Kettenhemd. Immerhin funkel ich auch ein wenig in der Sonne. Ja, vielleicht schälst du nicht unbedingt in ihr weite Schema. Da bin ich auch sehr Omin, dankbar für. vielleicht hängen wir einfach dich in den Baum. Dann bin ich auf jeden Fall nah genug an dem Funkelt Ziel doch ran. nicht. Natürlich funkelt er, wenn wir ihn richtig polieren. Ich möchte nicht von dir poliert werden, Snorri. Ich will dich auch nicht polieren, mein Freund. Gut, dass wir uns da einig sind. Schmiro, was ist denn mit Snorri los? Erst will er sein. Du weißt schon, zeigen und dann macht er anzügliche Witze und jetzt spricht er vom Polieren, Alter. Wirklich das Polieren, nicht das andere Polieren. Und Hast du genau, gesehen, das wie er ist grinst? cool. Snorri hat ein Das Tuch ist ja in der dann Hand. euer Problem, wenn ihr auf seine Gedanken eingeht, nicht sein Problem. Wenn ihr Bilder in meinem anzüglich denkt, Kopf, weil er Bilder einen in meinem Kopf, Taschmiro, Bilder in meinem Kopf. Ork in einem horasischen Kleid, das hilft immer zur Ablenkung. Bilder in meinem Kopf, Bilder in meinem Kopf. Aber besser als das andere vorher, oder? Ein balletttanzender Ork in einem rosa, Jetzt stelle ich mir horasischen Snorri Kleid? vor, wie mit dem Ork. Nein! Ich bin doch kein Ork! Banausi! So, bevor jetzt hier alle vollkommen betrunken sind, wir sollten Schichten für die Nacht einteilen, Ich falls habe die die er Drachen uns angreifen. Ich nehme die erste, wie immer. Irgendeine, wo Snorri nicht dabei ist. Ich nehme die mittlere. Weiter. Dann nehme ich die letzte. Letzte klingt gut. Dann kann ich früh schlafen gehen. Hat das Adepta gesagt? Mist. Ach ja. Ja, Okay, das gut. heißt, Snorri und Lumin machen die zweite Wache, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ja. Taschmero die Taschmiro erste mit mit wem? Aricho. Ja. Garicho wahrscheinlich. Oh, dann sind die zwei genau die richtigen zwei zusammen, okay. Ja. Und als letztes die Immer. gute Shayariel mit unserer liebsten und teuersten Adepta. Das finde ich doch gut. Da freut sich die Shayariel bestimmt. Ja. Okay. Gut, dann, ja, Lumen macht schon mal das Seil an dem Enterhaken fest, auch wenn wir das erst morgen brauchen, aber er bereitet schon mal vor. Sucht sich vielleicht noch irgendwie mit dem letzten Licht, das noch da ist, noch einen dicken Ast, den man da irgendwie dran packen könnte. Beziehungsweise wir hatten ja überlegt, das Seil irgendwo festzubinden, damit der Baumdrache erstmal Probleme hat, da wegzukommen, damit wir ein bisschen mehr Zeit haben, um da ein Netz drüber zu werfen. Aber ja. Da schaut er schon mal, ob er da was findet, ob er da schon mal was vorbereiten kann. Dann bereitet ihr vor und haltet Wache. Und während der ersten Wache von Tashmeru und Alricio passiert nicht sonderlich viel Ungewöhnliches, außer das laute Schnarchen von Professor Silberhaar, aber das kennt man ja schon. Und der Travia-Geweihte, der sich ein bisschen in seinem Schlafsack herumwälzt, aber sonst passiert nichts sonderlich Außergewöhnliches, dann könnt ihr rechtzeitig Snorri und Lumin wecken für die zweite Wache. Und am Anfang passiert da auch nicht sonderlich viel, aber dann kriegen Snorri und Lumin irgendwie mit, dass sich Adepta Tassia im Schlaf ein bisschen hin und her wälzt. Ziemlich auffällig so. Man würde das sehen, zur Adepta gehen und sich neben ihr knien und eine Hand von ihr nehmen. Einfach nur, dass er die Hand hält, in der Hoffnung, dass sie sich dadurch ein bisschen beruhigt, weil sie Halt hat. Hilft das in irgendeiner Art und Weise oder eher nicht? Wird ein bisschen ruhiger, ja. Dann wird er da noch einen Moment behalten. Ansonsten würde er mit Snorri nicht saufen, tatsächlich. Er versucht halbwegs nüchtern zu sein.
Snorri kommt sich auch beobachtet vor, jetzt so hier, so in der Dunkelheit. Es ist Lumin dann bei Adepta Tassia irgendwie was am machen und du guckst so in den dunklen Wald rein. Irgendwie ist, irgendwas ist da und lauert. Dass die Drachen sind. Greifen euch nachher mit einem Feuerstrahl aus der Dunkelheit an. Was? Es kommt ein Feuerstrahl aus der Dunkelheit? Das könnte sein. Also Snorri muss ja mit allem rechnen, in seiner Wache, ne? Wenn sich Adapter so ein bisschen beruhigt hat, würde er auch langsam ihre Hand loslassen und gucken, was grunzt du so, Snorri? Was ist los? Ich fühle mich beobachtet. Wir werden ja auch beobachtet. Das ist eine Elfe hinter uns. Ich würde so in den Wald gucken und auf Elfisch, auch wenn es wahrscheinlich der Elfe in den Ohren wehtun wird, sagen, komm gerne zu uns ans Feuer, du musst da nicht drin bleiben, im Wald bleiben, wir wissen ja, dass du da bist. Ein leiser Windhauch geht durch das Gestrüpp und facht das Feuer so ein bisschen höher an. Aber sonst passiert nichts. Dann nicht. Irgendwo in der Ferne hört man dann ein baumdrachisches Gröhlen. Die scheinen auch nachtaktiv zu sein. Oder sie machen sich Sorgen um uns. Wahrscheinlich zu Recht. Snorri, was hältst du von unserem Laden hier, von den Leuten hier, mit denen wir unterwegs sind? Ich glaube, wir sind die einzigen beiden normalen. Schatten. Also, der alte Mann, der nicht aufhört zu reden, wenn man ihn einmal anstupst. Aber ich glaube, das liegt in seiner Profession, wir geben nicht in seiner Art. Wenn du Shari Ariel fragen würdest, würde sie, glaube ich, auch sagen, bei der Adepta ist es kein bisschen anders. Das stimmt. Das aber wenn du Sharaya egal über wen fragst, würde sie das, glaube ich, alles über jeden sagen. Ja, aber die ist ja auch komisch. Ja. Elfen halt. Ja. Aber wir sind nur mit Geweihten und Magiern unterwegs. Und mit einer Elfe. Das ist schon eine unterhaltsame Otayasko, würde ich sagen. Sehr viel göttlicher Beistand. Otayasko, das ist so eine Schiffsmannschaft, hast du erzählt, richtig? Der Begriff dafür. Die Gemeinschaft, in der du losziehst, um Abenteuer zu machen und ferne Länder zu bereisen. Dann sind wir durchaus eine spannende Otayasko. So ist es. So ist es. Bin gespannt, wie das morgen wird mit den Drachen. Absolut. Sharagi meint ja etwa 20 Minuten entfernt oder sowas. Es wird auf jeden Fall ein großes Lied, das wir davon singen können. Mal schauen. Ich hoffe wirklich nicht, dass sie mit Gift speien oder sowas. Wir sollten gucken, wenn wir ihn gefangen haben, dass wir vielleicht als erstes das Maul zubinden. Und wenn Shayari das schafft, dann irgendwie mit denen Kontakt aufzunehmen, dann können wir immer noch vorsichtig das Seil lösen. Das ist und ich mache mir Sorgen, wenn wir einen gefangen haben, was der zweite macht. Ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Also, in der Tat, so eine Reisegruppe ist auch mir in meinen vielen Wintern noch nicht begegnet. Ja, bei mir zu Hause hieß es immer, ja, es gibt irgendwelche Leute, die irgendwie Magie wirken können oder sowas, aber ich habe halt nie welche gesehen. Das große Exotische, was mal war, als die Boran-Kirche bei uns angefangen hatte, uns zu besuchen. Und als ich das erste Mal einen Geweihten gesehen habe und dann noch die Boran-Geweihten, wie alt war ich da? Vielleicht so irgendwas um die 15 oder so. Und die reden nicht viel. Ja, die waren natürlich dann nochmal besonders exotisch mit ihrer schwarzen Schminke im Gesicht und teilweise kahl geschorenen Köpfen. Ich war ja nun auf der
der Akademie in Olport und habe da Schnitzen und Schiff bauen gelernt, aber da gibt es auch eine Abteilung, die sich mit Magie beschäftigt. Und manche, wenn die Runen schnitzen, die können dann sogar zaubern. Die Runen. Okay. Die Runen geben dann Energie, Kraft Das heißt, du oder. kanntest Magie schon früh. Ich habe sie erst halbwegs kennengelernt, seitdem ich mit Gilberto unterwegs war. Wie lange seid ihr schon unterwegs? Wie lange seid ihr schon zusammen auf Reisen? Das ist knapp ein Jahr sein, bevor wir uns getroffen haben. 10 Monate, vielleicht 12. Bin mir nicht ganz sicher. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war ich eigentlich auch durchgehend nur bei mir zu Hause. Maximal mal in der Nachbarstadt oder in Thralob zur großen Warenshow. Wie viele Winter habt ihr schon gesehen? Hast du schon gesehen, Lumi? Sekunde. Dass du Weißt so du, was ich... lange nachdenken Das ist musst, so schwer als zu ich. sagen. Warte mal. Nein, mein Problem ist, ich wollte ihn eigentlich älter machen. Zwei hin, vier im Sinn. Etwa 26. Ah. Doch, müssten jetzt 26 sein. Dann kenne ich Magie in der Tat länger, als du Winter erlebt hast. Dann ist es für dich nicht so ein Schlag. Aber, also, Eine Elfe, die mit Tieren reden kann, als wären sie Menschen. das fand ich auch echt abgefahren. Da habe ich auch gedacht, was ist da los? Und als der Travia-Geweihte meinte, das war mir Rondras Sohn, also nein. Doch, davon habe ich Das aber ist auch mir gehört. sehr, Das sehr ist, glaube ich. fremd. Das muss so eine Mittelreichgeschichte sein. Ja, das ist Diese sehr. Gravierung. Ja, nee, das sind, also mit allen Halbgöttern kenne ich mich auch nicht aus, aber ich habe bisher Svafnir auch nur als Halbgott kennengelernt. Junger Mann, was redest du, Halbgötter? Ich möchte dir da nicht in deinen Glauben entsprechen. Ich bin da. Ich habe schon mit frühen Jahren neue Götter kennengelernt als die 12, beziehungsweise ein. Ich denke, ich bin da toleranter als so manch anderer Weidener Ritter. Das ist eine gute Sache, klopft dir auf die Schulter. Aber diese später dazu gestoßen in unserer Runde, ich finde die ja unheimlich. Die später dazu gestoßen? Ach Da so, das Spiel. Kaschmeru. Ich finde sie faszinierend tatsächlich. Sie hat irgendwas. Kann nur noch nicht so genau fassen, was. Geheimnisse hat sie, bestimmt viele. Ja, vielleicht liegt es daran, dass ich schon etwas mit Mabo zu tun hatte. Liegt da auch ziemlich eingemummelt am Schlafsack am Feuer. Erzähl, was hattest du schon mit Marmor zu tun? Wir hatten einen Schrein bei uns zu Hause. Von der Herrin Mabo. Wir haben Artefakte beschützt oder sollten es zumindest tun, was uns leider nicht so gut gelungen ist. Ein Teil wurde entwendet, damit haben wir die Spinne erledigt. Der Oder Flock. Flock. Und den anderen Teil, und guckt wieder zu Tashmero rüber, hat sie dann mitgebracht, den Hammer. Da er der Mabo-Kirche gehört, habe ich ihn ihr nicht abspenstig machen wollen. Bei ihr wird er schon richtig aufgehoben sein. Aber er war lange Zeit in dem Besitz meiner Familie und lange Zeit eigentlich auch sicher, hatten wir gedacht, bis wir von diesen übernatürlichen Vampiren überfallen wurden. Ich hatte nie in meinem Leben einen härteren Kampf. Ich habe von meinen Ausbildern schon das ein oder andere Mal auf den Hintern gekriegt. Ich hatte es ja mit einem Gestaltwandler zu tun, bevor ich hierhin aufgebrochen bin. Können Sie. Du Das hattest doch war. gesagt, am Ende auf dem Schiff hattest du einen ähnlichen Elfen gesehen, wie ich ihn beschrieben hatte. Ja, aber vorher hatte die Gestalt angenommen von meiner Tayasko, von den Oh. Leuten auf dem anderen Schiff und überhaupt und hat sich verstellt, als sei er jemand anders. Und du Das hast fand es ich gruselig. überlebt? Ich habe ihm die Axt in die Schulter gerammt und er hat sich so ein bisschen gezogen und dann war das wieder heile. Mhm. Damit Das war durfte. gruselig. Das, ja.
Oh ja, gerade wenn man damit nicht rechnet und all sein Können aufbringt und es diesen Kreaturen einfach komplett egal ist. Ja, das auf eine sehr, sehr unheimliche Weise beeindruckt. Ich hatte mich schon nicht, ich hatte eigentlich gedacht, es gab eine Zeit in dem Kampf gegen diesen Vampir, wo ich gedacht hatte, ich überlebe das nicht. Aber dann hatte ich gedacht, wenn ich ihn nicht stoppe, ist meine Familie in Gefahr. Ist jeder in meinem Dorf in Gefahr. Und ich bin dafür zuständig und ich bin dafür verantwortlich. Und dann habe ich die Zähne zusammengebissen und wahrscheinlich mit mehr Glück als Verstand habe ich es geschafft, ihn zu besiegen. Aber er brannte lichterloh und es hat ihm nichts ausgemacht. Ich wache manchmal morgens noch auf und rieche, habe noch das, den Geruch des verbrannten Fleisches in meiner Nase. War einen niederhöllischeren Kampf hatte ich, oder einen Gegner dieser Art hatte ich danach nie wieder. Und ich habe danach hart trainiert. Sehr hart trainiert. In der Hoffnung, dass ich jetzt in einer zweiten Sache, wo ich weiß, dass ich nochmal drauf zukomme, dass ich vielleicht meine Familie dann besser beschützen kann und nicht halbtot hinterher auf der Krankenstation lande. Das kann ich nachvollziehen, aber was du erzählst, bist du ein wahrer Recker. So jung und schon Konnte viele mich Kämpfe. bis dato noch nicht wirklich be beweisen, hatte keine großen Schlachten oder ernsthafte Kämpfe, alles nur Training. Und kaum haben wir eine große Gefahrensituation mit den Goblins. Und es ist eine riesige Schlacht und alle sagen mir, ich hätte was Falsches getan, obwohl ich nur die Gruppe beschützen wollte. Ja. Ein kalter Windhauch fegt durch das Lager und facht das Feuer noch mal ein bisschen an. Adepta Tassia macht einen tiefen, seufzenden Laut, gibt ihn von sich und schläft dann wieder ganz ruhig. Hat das mit diesem Wind auf sich? Ist halt Irgendein windig, ne? Zauber? Irgendein Elfenzauber? Ich frage Vermutlich. mich, was sie morgen erzählt, was sie geträumt hat. Eigentlich sind wir nur wieder nicht intelligent genug, um das zu verstehen. Aber wer soll denn mit so viel Zauberei rechnen, so viel merkwürdigen Dingen? Vor allem habe ich immer noch, ich habe jetzt den einen oder anderen Zauber von Hilberto gesehen. Diese Reise, die er teilweise gemacht hat, hat mir den, und wenn du plötzlich an einem Ort stehst und dann plötzlich an einem ganz anderen, dann noch mit einer anderen Temperatur und eben noch trocken und plötzlich landest du irgendwie im Regen oder sowas, ich habe mich am Anfang sehr schwer getan, das in irgendeiner Art und Weise klar denken zu können und was es für Möglichkeiten gibt. Ob es jetzt nur aus dem Nichts Licht erschaffen. Aus dem Nichts Feuer erschaffen, aus dem Nichts Dinge zu verwandeln. Was haben wir hier bei den Elfen schon gesehen? Mit Tieren reden, als es sind wahre Wunder. Ja, das war Und den Gesang von den Schau. Barden. Das auch noch. Er hat Gefühle transportiert, er hat Bilder, Dinge. Ich finde diese zweistimmige Sprache schon immer so irre. Und Ja. dann gucke so an meinen Schuhen runter. Also. Die sehen echt noch gut aus. Ja. Dass ich auf Zoom meine guckt zu seinen alten Schuhen Tage runter. noch so ein Abenteuer erleben darf, dass es ein wahres Geschenk Svafnir ist, Ach, komm es dass noch mir hier. So alt bist du noch gar nicht und klopft dir so ermutigend auf die Schulter. das. Ja, tu erstmal so alt wie ich und sag das nochmal. Da habe ich, glaube ich, noch mal so viel Lebenszeit vor mir, wie ich jetzt bin. Ja, das stimmt. Snorri, es freut mich, dass du mit dabei bist.
Ernsthaft. Das kann ich dir auch nur genauso sagen. Guck mal so aufs Feuer, was so ein bisschen Indiz dafür ist, wie viel Zeit vergangen ist, wie es Ja, es runtergebrannt ist. bald ist eure Wache schon wieder vorbei. Leptatassa ist jetzt ruhiger am Schlafen. Diejenige, die jetzt ein bisschen unruhig schläft, ist jetzt Shayaril tatsächlich, die ja etwas weiter abseits immer ist. Wie schläft Shayaril gerade? Also wo und wie? Ich schlafe in einer Baumkrone. Sieht man das so von oben, dass es da ein bisschen knackt und die sich bewegt. Und Shayaril träumt tatsächlich. Von was träumt Shayaril? So im Üblichen, so irgendwas Schönes? Was könnte da Shayaril träumen? Wälder, Rehe, meine Sippe, Gesang aus meiner Sippe. Manchmal noch von meiner Freundin, die ja jetzt gestorben ist. Dann irgendwie so ein vielleicht ein Fest oder so, was ihr gehabt hattet, wo die ganzen Gesichter aus deiner Sippe irgendwie zusammenkommen in einer Szene. Und dann mischt sich aber irgendwie unter diese ganzen Gesichter mischt sich eine weitere Person, die hier eigentlich gar nichts zu suchen hat. Und sie immer so zwischen den Leuten verschwindet und wieder auftaucht. Dich anscheinend beobachtet, wie du da irgendwie mit den Leuten interagierst, tanzt, lachst, musizierst. Und dann irgendwann wirst du sie eher aber gewahr, dieser Person, dass sie da ist. Versuch sie mal anzusprechen und zu grüßen. Er zieht sich dann immer wieder zurück. Was du jetzt aber genau sehen kannst, ist, dass sie in ähnliche Kleidung gekleidet ist wie du. Vielleicht sogar noch ein bisschen roher, urtümlicher. Also wo die Auelfen ja schon das Stoffweben richtig vervollkommnet haben, auch mit dem Bauschstoff, dafür sind Auelfen ja berühmt für elfischen Bausch und Lederarbeiten, ist diese Gestalt irgendwie, es sieht ein bisschen nach Blättern und Rinde und Pflanzengeflechten aus. Und die Haare sind ein bisschen verfilzt und dreckig, aber jetzt auch nicht irgendwie ungepflegt dreckig, sondern irgendwie gezielt dreckig, wenn man sowas sagen könnte. Irgendwie es hilft dieser Gestalt anscheinend auch dann mit der Umgebung irgendwie ein bisschen zu verschmelzen. Auch das Gesicht ist so ein bisschen bemalt mit erdigen Tönen. Ein bisschen fleckig, sodass man wahrscheinlich, wenn man sich irgendwo auf den Boden legt oder so in grünen und braunen Tönen so bemalt ist, dass man dann dass man schwieriger gesehen wird. Und dir fällt diese Person halt auch dann erst auf, jetzt, wo du weißt, dass sie da ist. Und die Bewegungen dieser Gestalt sind auch alle ein bisschen, ja, anders als du das von deiner Sippe gewohnt bist, deswegen hast du diese Gestalt auch erst wahrgenommen, weil sie sich nicht genauso bewegt wie ihr, nicht so elegant, sondern eher wie ein Tier, lauernd, vorsichtig, manchmal sogar nach vorne übergebückt auf allen Vieren. Schaut dann, wenn du sie auf Elfisch ansprichst, in deine Richtung, du erkennst halt ganz eindeutig elfische Züge, du erkennst die spitzen Ohren unter den langen, schmutzigen Haaren. Kein böses Gesicht, sondern eher ein verdutztes, so dass wie, als ob die Seele es nicht glauben kann, dass du sie gerade siehst. Verschmitztes Lächeln vielleicht. Und dann dreht sie sich um und versucht wieder unter der Menge zu verschwinden. Du versuchst sie zu fokussieren. Immer sich bewusst werden, dass es ja eigentlich ein Traum ist hier, glaube ich. Weil es so ein bisschen unwirklich, also nach außen hin, die Konturen des Waldes, die verschwimmen alle ein bisschen so, dass sich Shayariel gerade bewusst wird, dass sie träumt. Und diese Gestalt verschwindet dann hinter einem dieser konturlosen Bäume.
Dann lasse ich sie einfach ziehen und da ich ja jetzt weiß, dass das irgendwie ihre Art der Kontaktaufnahme ist, würde ich ihr einfach Zeit lassen und einfach mich dem Traum hingeben und freuen, dass ich wenigstens in meinen Träumen mit meiner Sippe vereint bin. Ja, du träumst von diesem Fest und von der Musik, die dort gespielt wird. Und immer irgendwann mischt sich so unter die Klänge der Musik so ein Begriff, der hier auch nichts zu suchen hat. Irgendwie die Lieder, die ihr normalerweise singt, haben natürlich auch Texte teilweise. Und die, die keine Texte haben, sind halt auch so schön irgendwie mit einer Melodie gesummt oder einfach nur so mit Tönen untermalt. Und es mischt sich ein Begriff darunter, der hier nichts zu suchen hat, nämlich Faelamia. Und das ist ein Begriff, der dir eigentlich gar nicht so viel sagt. Zusammenreimen kannst du es dir, weil es ist ja elfisch. Aber du hast diesen Begriff noch nie gehört. Also es ist ein zusammengereimt ein böser, eine Bezeichnung für etwas Böses. Ja. Versuche diesem Wort nachzuspüren. Ich meine, ihn doch schon gehört zu haben, nämlich beim Vermächtnis der Völker, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall kommt er mir jetzt nicht komplett unbekannt vor. Und Professor Silberhaar hat das, glaube ich, mal benutzt, dieses Wort. schaue mich um, ob hier irgendwas ist, was auf dieses Wort zutrifft. Oder ob diese Elfie, die jetzt verschwunden ist, ob das was mit ihr zu tun hat. Der Traum geht ganz normal weiter. Die anderen Traumgestalten scheinen auch davon überhaupt nichts zu merken. Und dann ruckt dich irgendwie was an der Seite an und so schüttelt dich ganz schlimm durch. Und wenn du die Augen öffnest, siehst du Snorri vor deinem Bett stehen. Aufwachen, mache. Dann murmle ich nochmal Fehler mir und schaue ihn an. Ja, das Erste, was Shayariel zu dir runterspricht, weil sie ist ja oben auf der Astgabel, ist Phelamia. Aufwache! Ich schütte mich und ja, versuche dann wach zu werden und aufzustehen und meine Schicht anzutreten. Ich werde. Lass es erstmal nachwirken. Es geht wieder dieser kalte Windhauch durch das Lager, dass jetzt auch Shayariel davon mitkriegt. Irgendwie oben in der Astgabel kriegt man so einen Wind auf jeden Fall noch ein bisschen intensiver mit. Und es ist so, als würde der Wind auch dieses Wort mit sich tragen. Und jetzt träumst du garantiert gerade nicht. Also vielleicht, weiß ich nicht. Also, Ich wie kriegt man das versuche raus, ob man irgendwie jetzt immer noch träumt? Snorri und Lumin anzusprechen, Adapter, die ja wahrscheinlich jetzt auch schon wach ist und Ja, Lumit wird zu Adepta geweckt haben, aber etwas Adepter hast du auch Adepta-freundlicher ja, die hat als mit so diesen einem Traum wohligen Grinsen gehabt. auf dem Gesicht, hat die ziemlich ruhig geschlafen, als Lumin zu ihr hintritt. Legt Ich dann habe so langsam die Augen aufs. Oh, schon aufstehen. Habt ihr wieder was geträumt? ja, ich habe irgendwie wieder von dieser Elfe geträumt, die uns verfolgt und es gab, ich weiß nicht, vielleicht eine Warnung. Fehler mir. Erinnert ihr euch? Das sind, glaube ich, diese Wesen. Hat nicht Magister Silberhaar davon erzählt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall klang Kann es das wie eine nicht. Warnung. Und die Winde hier, die flüstern auch von Felamir. Ich weiß nicht, ob hier eins in der Nähe ist von diesen dunklen Wesen oder Nicht, dass unsere das Verfolgerin eine ist. oder ob unsere Verfolgerin eine ist. Aber hatte er das nicht irgendwie im Zusammenhang mit deiner Freundin, die wir. Ja, ich weiß. Vielleicht. Aber Das ist eine Art Bezeichnung für die. Das weiß doch Tashmero besser, aber die schläft ja. Ich will sie jetzt nicht wecken. Vielleicht eine andere Bezeichnung für Vampir? Kann sein. Ich glaube, das sind die Elfen, die vom Licht abgeschnitten sind. Können morgen den Magister Silberhaar
Auf jeden Fall sollten wir sehr wachsam sein, nicht, dass hier sich so ein Wesen herumtreibt und es angreift. Ein seltsamer Wind ist ja ein paar Mal durch unsere Wache durchgesaust, zweimal oder sowas. Jetzt gerade noch mal. Aber ansonsten ist nicht weiter was Auffälliges passiert. Gut, dann sind wir einfach wachsam. Viel Schauen. mehr können wir nicht machen. Man hört jetzt auch Ja. die Baumdrachen auch in der Ferne noch rufen, mit Brüllen. Wir sind auf jeden Fall sehr lange aktiv. Vielleicht haben wir Glück und sie sind morgen müde. Das wäre super. Das wäre Ah, wunderbar. Lumin Wenn dreht sich zu Drachen Adepta. überhaupt schlafen müssen. Natürlich. Schlafen die im Hort oder schlafen die in der Luft? Ich glaube, sie schlafen in Schlafen der Luft. die überhaupt? Ich glaube, sie dösen in der Luft beim Fliegen. Das Vielleicht haben sie so. stelle ich mir wunderschön vor. Generell Wir sollten sie fliegen. fragen, ob sie das tun. Das wäre spannend. Mal schauen, ob uns das gelingt morgen. Adepta, hattet ihr irgendwas geträumt? Ihr wartet danach einmal kurz unruhig. Ja, natürlich. Ich träume doch fast immer. Also ich. Hätte sein können, dass ihr auch wieder einen solchen Traum hattet wie Shayariel. Ich weiß ja nicht, was Shayariel geträumt hat. Also. Hat sie ja gerade erzählt. Also zumindest, dass ihr unsere Begleitung wieder einen Ach Besuch so. abgestattet hat. Ja, ich glaube schon. Rollt so ein bisschen mit den Augen. Wird ein bisschen rot. Sie scheint verlegen zu sein. Ah. War das letztes Mal nicht auch schon so? Ja. Was ist denn da mit Adepta und der Begleiterin in den Träumen? Ja. Also Adepta, ich finde ja, von ich was finde, träumt also ich ihr? muss euch ja jetzt nicht meine Träume erzählen. Ich glaube, so gut kennen wir uns jetzt auch nicht. Nein, musst du nicht. Alles gut. Aber das würde vielleicht was über die Begleiterin, über diese Elfin Auskunft geben, ob sie sich euch nähert, mit euch redet oder. Wenn ich irgendwas Wichtiges weiß, dann sage ich Bescheid. Snorri, lass uns schlafen gehen, sonst. Ja. Genau, geht mal schlafen. Wir wünschen euch eine gute Nacht, beziehungsweise eine ruhige und ereignislose Wache. So ist es. Schlaf gut. So, ich werde mir noch ein paar mehr Netze knüpfen, habe ich beschlossen. Vielleicht noch irgendwie, ich habe vielleicht noch zwei dabei, falls ein Netz nicht reicht. Genau, werde die auch fertigstellen. Und Nun geht's. Kletterhaken mit Seilen verbinden, falls das irgendwie noch hilft. Und Pfeile mit Seilen verbinden. Ich gehe noch zu meiner Liegematte, zu meiner Hängematte, sehe Alricio da drin liegen. Ich roll nur mit den Augen und leg mich dann auf die Schlafstätte, die er eigentlich für sich gemacht hat. Also am Anfang deiner Wache hat er da noch nicht drin gelegen. Dieser Torvalak treibt mich noch in den Wahnsinn. Was? Wieso? Nee, nichts, verzeiht. Ich wollte euch nicht beim Ende zu knüpfen stören. Ich weiß ja, dass ihr da. Der Torwaller? Der, wieso? Snorri. Ja, was ist mit dem? Ist ein bisschen anstrengend. Echt? Ja, heute bis. Also heute ist er. Also mindestens heute. Weiß nicht, vielleicht hat er zu viel vom Bremer Feuer getrunken heute. Aha. Also wenn Menschen da zu viel von trinken, werden sie komisch. Ja, das habe ich schon gemerkt. Also noch komischer als für dich wahrscheinlich sowieso schon. Tja. Scheint so normal für euch zu sein. Nein. Und was ist jetzt mit Snorri? Weiß nicht. Sollten vielleicht leiser reden, noch ist er nicht eingeschlafen. Okay, was ist jetzt mit Lautes Geschnarchen von Snorris Platz währenddessen. ihm? Der ist doch einfach so ein alter Segler, Seemann, weiß nicht. Meinst du,
Der will irgendwas von mir. Ich bin ziemlich jung für ihn, glaube ich. Ich meine, er spricht mich darauf an, wenn ich rot werde. Er fragt mich nach meinen Träumen aus. Er will mir sein zeigen. Also, hättet ihr gerne, dass er was von euch will? Nein! Ich weiß nicht, vielleicht, wie ist es denn mit Lumin? Der wird zumindest ungefähr in meinem Alter, aber nein. Nein? Ich suche keine Beziehung hier auf mitten im Wald. Nicht? Nein. Da wäre ich mir manchmal nicht so sicher. Woher wollt ihr das denn wissen? Ihr seid eine Elfe. Elfen läuft das doch irgendwie anders alles, oder? Nicht so kompliziert. Man hat halt einfach mit allen Umgang und wenn man sich gefällt, dann redet man drüber und geht eine Bindung miteinander ein. Moment, man hat mit allen? Naja, ich weiß nicht, was ihr jetzt darunter versteht, aber alle verstehen sich gut und mit manchen ist man näher und mit manchen ist man weiter weg. Ach so. Und das kann auch mehrere gleichzeitig halt sein, aber mit denen man eine engere Beziehung hat. Wenn man sich entscheidet für einen Elf oder eine Elfin, das ist dann nochmal was anderes. Das ist dann ein lebenslanges Band, was geknüpft ist, aber man kann auch. In Traviabund. Sind da nicht so. Ja, wie auch immer ihr das nennt, wir sind da jetzt nicht so festgelegt. Man kann auch, ja, es sind ja auch viele hundert Jahre, die wir zusammen leben. Da entstehen schon enge Beziehungen. Kommt es ja aufs Alter drauf an? Also, ich meine, ich kann das ja nicht auseinanderhalten, wie alt ihr seid. Könnt ihr das auseinanderhalten? Woran Ja. sieht man, ob ein Elf alt ist oder nicht? Seid ihr naja, alt? Ich? Nein. Die ganz Alten, die. Ja, für die sind wir Jüngeren dann oft auch noch zu jung. Also, es ist schon so, dass wir eher so. Naja, in so 100 Jahre Abständen eher miteinander zu tun haben. So die ganz Alten, das ist schon eher selten. Die sind da schon auch sehr nah dem Licht und sehr so in ihrem philosophischen System und so. Die haben auch nicht immer so Interesse dann noch so an Intimität. Also bei 100 Jahren Abstand, da wäre ja ich und Snorri, also dann weiß ich nicht. Ist ja dann Klacks. Wie alt seid ihr denn? Also ich bin 23 Sommer. Dann bin ich auch älter als ihr. Ja. Ich glaube, jeder hier ist älter als ich. Aber aufs Alter kommt es nicht an, sondern aufs Wissen. Sagt Professor Silberhardt zumindest immer. Aber ich dachte, ihr sucht irgendjemanden. Ach so, ich suche überhaupt gar keinen. Nein. Dann ist ja das Wissen und das Alter vollkommen egal. Und auch, ob jemand was so generell möchte. Also überhaupt. Das ist ja dann auch egal. Dann sagt er halt einfach, nein, ich bin nicht interessiert und dann ist es okay. Meinst du, das soll ich Snorri einfach mal so sagen? Ich weiß ja noch nicht mal, ob das wirklich so ist, aber ich will mich das nicht einbilde. Nachher sage ich ihm, Snorri, ich habe kein Interesse an dir und dann ist er eingeschnappt, weil er wollte vielleicht gar nichts oder so. Das ist aber kompliziert bei euch Menschen. Ja! Ist das bei euch nicht so? Nein. Also wir sind ja wenn sowieso jetzt alle. Also wenn ihr mit irgendjemandem gerade bei euch in der Sippe wolltet, dann zack, gehst du einfach hin und sagst hier Knickknack oder wie? Oder wie funktioniert das? Naja, meistens wissen wir eh alle alles voneinander, weil wir ja in unseren Liedern verbunden sind. Das heißt, man kann gar keine großen Geheimnisse voneinander haben. Aber es gibt das doch heißt, auch. Wenn zwei sich gut finden, dann fühlt man das. Und wenn mich, also das Gegenteil halt auch, wenn das Interesse nur einseitig ist, das ist dann schade und dann versucht man halt damit umzugehen und das über Kommunikation miteinander zu klären. Aber ich vermute, ihr könnt nicht einfach singen und Snorri singt auch und dann wisst ihr, was da ist. Meint ihr, Snorri kann singen? Ehrlich? Der kann bestimmt so Seefahrerlieder singen. Ja, so Shanties, ja. Ja. Das glaube ich auch. Aber ich glaube nicht, dass da was ist von seiner Seite. Ich glaube, er ist einfach nur neugierig. Das auf jeden Fall. Und wenn er sich wirklich nähert, dann sagt er ihm einfach, nein, ich habe kein Interesse. Ich bin hier aus Forschungsinteressen. Forschung ist gut.
Arsch. Ja. Ja. Wo kommt eigentlich, wo ist eigentlich eure Sippe beheimatet? Habe ich das schon mal gefragt? Wir sind im Reisforst bei der Ah. Sterninsel. Eichsforst. Ist es da auch so wie hier? Mit diesen schroffen Büschen, an denen man sich schneidet und so? Gar nicht. Es sind viele Auen, viele lichte Wälder, Hm. viele Seen, viele Flüsse. Es ist da wirklich sehr, sehr schön. Die Sterne leuchten nachts am Himmel. Es gibt eigentlich nur so Hügel und gar nicht so viele Berge. Und ihr vermisst zu Hause, ne? Sehr. Merkt Ich man. vermisse meine Sippe sehr und ich weiß ja auch gar nicht, ob ich jemals zurückkehren kann. Also eine gute Sache hat ja das Ganze, was Snorri immer so erzählt, ne? Er hat ja hier von seiner Otter Jasko erzählt, ne? Ich glaube, das ist sowas Ähnliches wie eine Sippe. Das kann sein. Ja, glaube schon. Nur, dass man, also man kann sie zusammenstellen, glaube ich, so. Und jetzt, wo wir einen Travia-Geweihten bei uns haben, man könnte auch unsere Reisegruppe vielleicht als eine Sippe bezeichnen. Also vielleicht nicht so eine gute, sehr tolle Sippe, aber wir geben uns Mühe. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Aber so eine Weggemeinschaft. Weggemeinschaft. Ja, das ist doch ein Anfang. Also ich merke das manchmal, wenn ihr irgendwie so alleine unterwegs seid, halt immer vorlauft und so oder abseits schlaft. Ist ja irgendwie, ihr wollt nicht so richtig was mit uns zu tun haben. Ich kann das nachvollziehen. Ich kenne andere Elfen, die machen das ähnlich, aber. Ja, man kann halt schnell vom Licht abfallen, Badock werden. Da muss man schon echt aufpassen und dann komme ich nie wieder in meine Sippe zurück. Ja. Wie funktioniert das mit dem Badok? Das weiß ich nicht. Das erzählen immer so die Älteren. Man soll eigentlich keinen Kontakt mit Menschen haben und am besten auch nicht mit ihnen reden. Und also meine Sippe war ja sehr zurückgezogen. Eigentlich wollten wir nicht mehr mit Menschen handeln. Und dann haben wir mit Menschen gehandelt und dann waren das gleich so Vampire. Das ist für mich jetzt ein untrügliches Zeichen, dass mit Menschen zu tun zu haben einfach immer nur Schlechtes mit sich bringt. Nicht gut. Deswegen lerne ich jetzt erst, dass das vielleicht auch anders ist. Aber das kann ja Ja, trotzdem sein, dass man. wir sind nett. Ja, Also bis ihr ich Vampire zumindest, werdet vielleicht. Professor Silberhaar, Professor Castellani. Die anderen kenne Okay. ich noch nicht so gut. Na, ihr seid ja auch viel mit Elfen. Habt ihr viel damit zu tun gehabt. Ja, eben, das funktioniert. Jedenfalls, meine Sippe hat immer damit gut gefahren, sich möglichst weit weg von Menschen zu halten, obwohl wir ja in einem Gebiet wohnen, wo viele Elfen auch Kontakt mit Menschen haben. Und dann, ja, und dann sind diese Sterne vom Himmel gefallen und vielleicht kommt es ja auch daher, dass die Elfen sich zu sehr mit den Menschen eingelassen haben. Und vielleicht wird dann unsere Sippe, also unser ganzes Geschlecht irgendwann untergehen und das ist die Zeit der Menschen gekommen. Und wir Elfen werden nicht mehr sein. Aber vielleicht werden wir das auch erfahren auf dieser Reise. Ich glaube, ich würde nicht so düster davon reden. Also bei uns in Gerasim funktioniert das ziemlich gut mit den Elfen und den Menschen zusammen. Da gibt es sogar Verbindungen zwischen Elfen und Menschen. Obwohl die nicht miteinander singen, glaube ich. Wie Habe ich noch nie. Verbindungen. Ja, Travierbünde halt. So wie ein Freundschaftslied. So auf Dauer. Ah. Das, also das kann ja nur Badock sein. Nein, warum? Das, also ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Das hieß ja, dass die Menschen, die in dieser Verbindung sind, den Elfen was Fürchterliches antun. Nein, das glaube ich nicht. Na, vielleicht Und schon, wenn die aber sogar vielleicht. Kinder haben, dann. Kinder, wie geht das denn? Ihr wisst nicht, wie man Kinder macht?
Doch, aber das kommt uns jetzt nicht so oft vor. Also da muss schon sehr bewusst entschieden, wenn das ein Kind entsteht. Das ist halt nur, wenn jemand aus der Sippe stirbt und dann überlegt man sich, ob es sinnvoll wäre, dass es jetzt Nachwuchs vielleicht nochmal gibt in der Sippe. Und dann Ihr ist es ja eine sehr entscheidet bewusste das Entscheidung. einfach? Das ist ja Ja, natürlich, das praktisch. entscheiden wir alle miteinander in der Sippe, ob es Kinder geben soll. Wir haben jetzt schon länger keine Kinder mehr gehabt. Aber Kinder sind doch toll, also. Ja. Viaria und ich waren so die Jüngsten in der Sippe. Vielleicht ein, zwei noch Das jünger. war die, die zum Vampir geworden ist, nicht wahr? Ja. Die Taschmero getötet hat. Ich guck so zu der Taschmero rüber. Nehmt ihr das krumm? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich einen Begriff dafür habe. Also, es ist sinnvoll und notwendig gewesen und trotzdem habe ich aufgewühlte Gefühle. Das verstehe ich. Also, sie hat sicherlich das Richtige getan, denke ich. Das glaube ich auch. Sie ist zwar ein bisschen unheimlich und weiß nicht, aber ich glaube, da hat sie das Richtige gemacht. Und wenn Ariccio also sagt, dass sie in Ordnung ist und irgendwie hat also er hat immer so ein Auge auf, ich weiß nicht. Ich glaube. Ariccio ist komisch. Ähnlich komisch wie Tashmiru. Vielleicht sind einfach so Geweihte komisch. Vielleicht finde ich alle Geweihten gruselig. Ja, ihr findet auch unseren neuen Gast nicht so, ne? Also den Travia-Geweihten. Vielleicht kann ich einfach nicht so viel mit Geweihten anfangen. Vielleicht könnt ihr mit dem Prinzip Götter nichts anfangen. Und dann sind Nee, ihre das. Vertreter natürlich auch nicht besonders. Ja, das finde ich halt irgendwie alles merkwürdig. Verstehe ich. Aber es gibt auch Leute, die würden sagen, mit Tieren reden ist merkwürdig. Ja, vielleicht in eurer Welt. Also ich meine nicht, Seht dass ihr? alle Elfen das können, aber halt manche Elfen. Seht ihr? Es kommt immer auf die Betrachtungsweise drauf an. Ja, wahrscheinlich. Für uns ist diese Göttersache ziemlich normal. Und dass die Götter existieren, das muss man ja nun nicht irgendwie, das könnt ihr ja nicht leugnen. Also diese Menschen haben ja Kräfte und sie bekommen sie von den Göttern und das ist ja nun nachvollziehbar. Und astrale Kräfte sind es nicht, das könnte man nachweisen. Aber ich habe auch Kräfte und besondere Fähigkeiten und die Ja, kommen nicht von den astrale Göttern. Kräfte. Die kann man Das ist mir zu nachweisen. hoch. Ihr könnt ja glauben, woran ihr wollt, wenn es euch nützlich ist. Das ist Wissenschaft, das kann man alles nachprüfen. Der menschliche Wissenschaft. Gibt es da Unterschiede? Ich denke schon, aber die lange Nachher sagt Hochkultur er der noch, elfischen es gibt Wissenschaft verschiedene ist schon vorbei. Wahrheiten. Die einen sagen das, die anderen das. Das bei euch nicht so, dass es verschiedene Wahrheiten gibt. Also die Nein, es elfische gibt eine Wissenschaft ist sehr Wahrheit. alt. Nein, es gibt immer verschiedene Wahrheiten. Das lernt man doch bestimmt an euren Universitäten und Akademien. Nein, es gibt Nein? eine Wahrheit. Das schade. Da bin ich schwer von überzeugt. Also entweder ist etwas wahr oder es ist etwas unwahr. Also wir können ja nicht sagen, da schwimmt ein Fisch, das ist wahr. Wenn der andere sagt, da schwimmt kein Fisch, dann ist es einfach unwahr. Aber es könnte ja auch kein Fisch sein, sondern ein Geist. Und solange man das Ein nicht schwimmender herausgefunden Geist, ja, hat, könnte sein, ja. ja, es könnte ja auch sein, dass der, weiß ich nicht. Dann hätte aber der andere recht. Solange Dann man sagt. nicht nachgeguckt hat, weiß man halt nicht, was es ist. Also gibt es verschiedene Wahrheiten. Genau, deswegen bin ich ja auch so froh, dass wir jetzt hier auf Expedition sind. Ich will ja nachgucken. Gut. Ich, also, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber ihr seid mein Fisch. Ich bin kein Fisch. Das Das ist wollt ihr richtig. nachgucken? Nein, also ihr müsst das Ob ich ein Fisch bin? Ich bin kein Fisch. übertragen. Ein übertragener Fisch.
Ein metaphorischer Fisch. Metaphorischer Fisch. Was ist mit Seid dem ihr lieber ein metaphorischen Vogel? Fisch? Also, ich kann auch, können das gleiche Bild auch mit Vogeln Also ich machen. bin eigentlich ist mein Sehentier eine Eule, aber wenn euch ein Fisch lieb ist. Eule ist toll. Ich mag Eulen, die sind so. Also, ich habe mal eine gestreichelt, die sind fast, als hätten die Fell. Aber es sind Federn. Ja. Ich werde mich jetzt mal meinen Netzen zuwenden und beobachte mal die Umgebung. Weiß nicht, ob ich diese Metapher verstehen will. Bin kein Untersuchungsobjekt. Entschuldigung. Ihr könnt doch mal diese unheimliche Elfe aus euren Träumen untersuchen. Unheimlich? Ist sie nicht unheimlich? Nein. Okay. Was dann? Ich weiß nicht, ob ich. Also nett, könnte ich sagen. Wird wieder rot. Nett. Ah, das ist interessant. Mit mir hat sie noch gar nicht gesprochen. Sie ist immer geflüchtet. Dann scheint sie euch ja besonders zu mögen. Das würde ich so unterschreiben. Und es ist schön mit dir. Woran merkt man, dass das eine, also dass Elfen einen nett finden? Also, wenn ich jetzt einen Unterschied sehe, dass ich versucht habe, Kontakt mit dir aufzunehmen und sie immer weggeht, würde ich sagen, dann hat sie jetzt ist da jetzt erstmal keine Verbindung, aber wenn sie mit euch redet und euch näher kommt in den Träumen, würde ich sagen, dann möchte sie mit euch Kontakt aufnehmen. Sind das auf jeden Fall. Man so sagt. Aber ich glaube, die anderen haben ja auch von ihr geträumt. Also möchte sie mit Ja, aber uns die allen anderen in Kontakt erzählen aufnehmen. eher so gruselige Träume und bei euch scheint das ja anders zu sein. Also ich weiß nicht, Snorri hat noch nicht so viel von seinen Träumen erzählt und Alricio auch nicht und Schmero auch nicht. Lumin eigentlich auch nicht. Eigentlich reden wir beide gerade das erste Mal über so einen Traum. Also, so wie ich es von den anderen gehört habe, da war das eher so, dass sie sich verfolgt gefühlt haben und immer, wenn sie sich versucht haben, der Elfe zu nähern, sie weg war. Und bei euch ist es etwas, was euch rot werden lässt. Was ich nicht weiß, was das bei Menschen bedeutet, aber Sieht sonst man wollte ich das? drüber reden. Das Mögt ihr hat sie nichts zu denn? bedeuten. Vielleicht solltet ihr sagen, dass ihr sie mögt. Also, das ist wieder das mit dem Reden und der Kommunikation. Und also ich würde Das ist doch euch nur ein ja. Traum. Ja, aber anscheinend hat sie ja die Fähigkeit, in Träume Kontakt aufzunehmen. Dann ist das für sie real. Ach, ihr meint, die ist real. Ja, ich habe sie vorhin erst gesehen, hier auf einem der Baumwipfel. Wo? Ja, irgendwo da oben. Also. Das wird sie, ich vermute, dass sie das war. Jetzt, da oben ist so eine nicht wissenschaftliche Angabe. Also ich war oben auf dem Baum und da sind, wenn das, wenn die Drachen 20 Minuten entfernt sind, dann war sie auf einem anderen Baumwipfel auch so 20 Minuten entfernt. Vielleicht tun ja die Drachen was. Nee, sie ist dann ja auch gegangen. Da würde ich mir keine Sorgen machen. Ich sehe auf der Flucht vor den Drachen. Nein. Oh, wie könnt ihr euch so sicher sein? Vielleicht war das ein Hilferuf in den Träumen, meine ich. Kann sein. Das wäre schon der zweite Hilferuf, den wir hören. Elfen rufen ziemlich komisch um Hilfe. Also sie hat uns halt nur gewarnt von Fehler mir und nicht vor den Drachen. Also mich in meinem Traum. Und was ist das nochmal? Das im Moment Professor Silberhaar sagte, was das sind. Vampire. Ja, genau, richtig. Ist sie ein Vampir? Wer jetzt? Na, die Elfe aus Taschmiro? euren Träumen. Ich glaube, Taschmeru ist kein Vampir. Sie jagt, glaube ich, Vampire, wenn ich es richtig verstanden habe.
Also die Elfe aus dem Traum, nein, glaube ich nicht. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, woran erkennt man Vampire? Sollten wir Die haben Tashmiro immer fragen, so die weiß das, glaube Durst ich. und die sind so ganz blass und wollen immer so essen und Also blass ist sie nicht. ja, dann ist sie wohl keine. Ich habe also in meinen Träumen war sie eigentlich auch einfach eine Elfe, aber nicht besonders Aber auffällig Riccio ist oder mal ein bisschen blass. blass. Ich glaube, von uns ist keiner ein Vampir, das hätte Tashmiro schon gemerkt. Und eigentlich der mit der blassesten Hautfarbe hier ist Snorri. Der ist aber auch einfach schon älter. Ja, da ist die Haut dann ein bisschen wettergegerbt. Aber also Blässe ist echt jetzt nicht, also das kann man schwer einschätzen. Wir brauchen einen wissenschaftlichen, wahrheitlichen. Wir brauchen etwas, wo wir genau erkennen können, ob jemand Vampir ist oder nicht. Dann werden wir morgen einfach mal Tashmiro fragen. Die kann uns das bestimmt sagen. Vielleicht irgendwie, keine Ahnung, so. Vielleicht haben die nur 9 Finger oder so. Da kein Spiegelbild. Ich weiß es nicht. Wir fragen einfach morgen mal Magister Silberhaar und Tashmiro. Ich glaube, die wissen das beide besser als ich. Schmiro So. hatte die erste Wache, ne? Wolltet ihr noch was mit mir bereden? Jetzt habt ihr irgendwie von diesem Traum abgelenkt. Na, ich hab's gar nicht abgelenkt. Ihr wolltet was von Vampiren erzählen. Das interessiert mich jetzt. Wartet mal. Geht zu Tashmiros Lager rüber. Nein, weckt sie nicht. Sie sollte schlafen. Das kann nicht warten. Ich muss wissen, ob sie ein Vampir ist oder Na, nicht. das können wir doch morgen fragen. Nein, 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 nein. Kniet sich so neben das Lager und schaut so ein bisschen rum. Ist ja ganz schön eingemummelt. Tippt so Tashmiro an. Hallo? 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 Auf. Aufwache. Bist du wach? Hallo, Schmiro. Ich weiß, dass du wach bist. Tashmiro regt sich und packt die gute Adepte einen Reflex an Kragen und zieht sie einfach vor sich. Also zieht sie quasi so runter zu sich und rollt sich dann über sie. Es ist so, geht so, ist so ein Reflex. Es ist so ein kniet ihn über ihr und sagt so, oh, entschuldigt. Geht Warum nicht habt wieder ihr mich los. geweckt? Ihr wart wach. Na, war ich nicht. Anscheinend ja doch. Nein, ihr habt mich geweckt. Und wenn ich Entschuldigung, jetzt. ich habe eine Ja. ganz wichtige Frage. Die Und wäre. Chayariel kann mir die nicht beantworten. Ja, Also ich ganz würde gerne wichtig. weiterschlafen. Der Schlaf ist mir heilig. Oh, Müsst ihr euch mittlerweile. das wusste ich nicht. Entschuldigung. Ich habe immer die erste Wache und habe gesagt, weckt mich nur im Notfall. Ja, das Haben ist wir einen ein Notfall? Notfall. Werden wir Ja, angegriffen? wir haben einen ganz schlimmen Notfall. Also, Werden wir angegriffen? vielleicht. Was heißt vielleicht? Ja oder nein? Das weiß ich ja eben nicht. Das ist ja der Notfall. Also, ja, sagt's. Woran erkennt man Vampire? Kurze Frage, haben Vampire einen Puls? DSA. Nee, sind ja tot. Erstens, sie haben keinen Puls. Zweitens, sie rasten recht schnell aus, wenn sie hungrig sind. Und ihr habt es ja, nein, ihr habt es nicht mitbekommen, wie es gut, wie sehr Shaels Freundin ausgerastet ist. Aber wenn sie nicht hungrig sind, rasten sie nicht aus. Nein, sie sind tatsächlich manchmal, also oft sehr unauffällig. Das ist. Aber einen Puls kann man ja jetzt nicht, du kannst ja nicht einfach zu jemandem hingehen und den Puls einfach so messen. Muss Warum man doch nicht? irgendwie anders herauskriegen können, ob jemand Vampir ist oder nicht. Ja, das ist schwer. Und ehrlich gesagt würde ich jetzt gerne weiterschlafen. Ich habe gerade keinen Kopf dafür. Also nur Puls und Raserei. Ja, es ist
Kompliziert. Ja, Es kommt darauf so an, ein was für kleines ein Vampir ihr Notizbuch und habt. so ein Kohlestift. Ich kann das Ich aufschreiben. halte euch jetzt keinen Vortrag. Ich würde gerne weiterschlafen und Taschmiro steigt von ihr runter. Na gut. Euer Schlaf ist euch heilig. Ich kann nicht Ich bis bin morgen warten. eine Mabo-Geweihte, die steht. Genauso wie Boron ist Mabo der Schlaf heilig. Ja, Verzeihung, es war wirklich ein Notfall. Es war kein Notfall, das hätte bis morgen früh warten können. Aber wenn jetzt Vampir kommen, dann kann ich ihn nicht Dann weckt ihr erkennen. mich und dann köte ich den Vampir, wenn es wirklich einer ist. Und woran erkennt ihr den? Wenn man ihn schneidet, regenerieren sie sehr schnell. Ich will aber keine Leute schneiden. Wer sollte denn hier ein Vampir sein? Das Könnt ihr kann ich das auch nicht ein sagen. bisschen stiller machen? Nein. Seit wann kann sich Lumin anschneiden, anschleichen? Er sagt von seiner Schlafstätte aus, hat er das gesagt. Er hat sich nicht bewegt. Er hat nur das Wort erhoben. Du meinst von Aricios Schlafstätte? Exakt. Ohne Schneiden und ohne Pulsmessen. Schwer. Das ist genau das Problem. Gar nicht. Ein Vampir hat mal Also. mehrere Tage bei uns in der Bäckerei gearbeitet und niemand hat ihn erkannt. Ja. Sehr schwer. Also, wer sollte jetzt hier ein Vampir sein? Die Sprecht's Elfe, die uns aus. besucht. Solche Das Haare, lässt er sie aber meint nicht das. klären, weil wir nicht an sie rankommen. Von daher müssen wir einfach warten, bis sie rankommt. Darf ich Kommt jetzt weiter schlafen? ja nicht ran. Aber Tashirin hat gesagt, sie ist da vorne auf dem, also da oben auf dem Baum, diese Angabe, da oben. Kommt zum Punkt. Ich würde gerne weiter schlafen. Ihr macht echt Attitüden wie der Magister, Kommt ihr mit mir da der rüben Alte. an den Baum und sucht die Elfe? Nein, ich werde weiter schlafen. Na, Shayari will fragen, ob sie uns Deckung gibt mit einem Bogen. Nein! Jetzt. Geht. Na gut, gute Nacht. Und wenn ihr mich noch einmal weckt, na, ihr könnt wohl froh sein, dass ich so eingemummelt war, sonst hättet ihr vielleicht ein Dolch an der Kehle Das gehabt. nächste Mal benutze ich einen Stock. Das nächste Mal reagiere ich einfach nicht. Fertig, aus. Gute Nacht. Gute Nacht. Schmiro zieht sich, setzt sich, legt sich wieder hin und schläft dann Man hört zu, das weiter zu schlafen. Drachengebrüll von etwas weiter her. Ist egal. Sie schläft einfach wieder. Dreht sich erstmal ein, zwei, dreimal hin und her, legt sich dann wieder zum Feuer mit dem Rücken nach außen, dass sie die Adepter nie sehen muss. In deinem Traum, wenn du eingeschlafen bist, wieder hast du eine Besucherin, die sich aber nicht so richtig zeigen will. Wer so beobachtet, was tust du in deinem Traum? Wo man was träumt, Taschmir. Herr Schmiro hat sich tatsächlich vorgenommen, bewusst zu träumen und sitzt jetzt in ihrem Traum auf einer Lichtung in einem Wald. Und die Elfe musste sich quasi, wenn sie sich nicht zeigt, wird sie quasi am Rand dieser Lichtung umherschleichen. Und Herr Schmiro spricht sie dann an. Siri ist der Name, richtig? Auch auf Elfisch dann. Regt sich erstmal nicht. Brauchst auch keine Angst vor mir zu haben, was euch die hier schon tun können. Macht so Was willst du von einen Schritt uns? zurück in Richtung Wald. Vor was hast du Angst? Keine Antwort. Vielleicht so ein bisschen so ein Grummeln, so. Aber sehr melodiös. Kann ich jetzt nicht richtig nachmachen. Ich werde dann die sich eine Flöte auspacken und einfach anfangen, eine Melodie zu spielen, so eine
Klingt wie so ein Frühlingslied oder sowas, was sie halt von zu Hause kennt. Und schauen, wie die Elfe darauf reagiert. Kommt wieder einen Schritt näher. Und ihr mitspielen. Singt so in der Melodie mit. Das, ja? Kommt es dir bekannt vor? Hm? Ich von meiner Mutter gelernt. Das habe ich auch von ihr. Muss gehen. Nun gut, pass auf dich auf. Fehler mir. Wer? Du? Tritt wieder in die Schatten der Bäume. Ein lautes Seufzen. Shayari aus der Lagerstätte von Tashmiru. Beobachte weiter den Wald, aber so lange und was die Drachen so tun und höre dahin und ob ich noch irgendwas anderes höre. Da rumort ist. Was auch Ja. immer die da machen. Mit einem Auge beobachte ich aber auch Adepta, was sie jetzt wieder anstellt. Ja, die läuft so im Lager immer hin und her und kriegt keine Ruhe. Ich guck mal, ob ich irgendwelche Manchmal läuft Kräuter sie habe. so aus dem Lager kleinen, aus dieser kleinen Lagerstätte weg, in so 2, 3 Schritte in den Wald, kommt dann aber wieder zurück, guckt dich dann an, guckt so ein bisschen schuldbewusst. Läuft dann wieder auf die ganz andere Seite von der Lagerstätte, guckt immer wieder so nach oben, wo du hingezeigt hast. Adepter, setzt euch doch einfach. Ihr sollt einfach den Wald beobachten, falls die Drachen uns angreifen. Die Drachen sind da hinten, die brüllen noch die ganze Zeit. Gut. Was habt ihr als Kind gemacht, wenn ihr nicht Ruhe geben konntet? Bücher Oder zur Ruhe? lesen? Ah, vielleicht möchtet ihr ein Buch lesen. Alle schon gelesen, die ich mit habe. Was hilft noch? Weiß ich nicht. Tee habe ich schon getrunken. Ich habe schon 3 Becher, mindestens. Könnte ich eigentlich mal austreten. Na, ihr solltet vielleicht nicht alleine gehen, wenn der Drachen und Felamir im Wald sind. Mitkommen. Eigentlich nicht. Aber Seht ihr? lasst vielleicht irgendwas da stehen, wo ihr hingeht, damit ich euch wiederfinden kann. Jetzt können Legt wir ja eine ein Seil Spur oder so. umschnallen. Wie so ein Ja. Hund, der Gassi gehen muss. Wäre vielleicht keine schlechte Idee. Adeptus Mono hat manchmal gesagt, ich sehe aus wie ein Dackel. Ein dicker Dackel, hat er gesagt. Ich weiß nicht, ich glaube, War Dackel ganz ziemlich gibt's gemein. nicht. Was ist das, ein Hund? Ja, so Sowas eine wie, runde Rasse. so wär's wie ein Wolf in klein? Sehr klein. Ah, ich glaube, ich habe das bei euch gesehen, in der So Stadt. Schlappohren. Ja. Ja. Kann sein. Na gut, ich hier nehmt das Seil und viel Spaß. Spaß, ja. Verschwindet dann im Wald und hält das Seil so auf Spannung. Aber sonst passiert während der Wache nichts Sonderliches mehr und irgendwann kommt es ja doch wieder. Und dann könnt ihr dann die anderen zum Frühstück wecken, weil dann geht auch irgendwann die Sonne auf. Dann genau, wecken wir die anderen mal. Wer will Tashmeru wecken, nachdem was da passiert ist? Schick Adepter. Ich wecke die garantiert nicht. Hier ist der Schlaf heilig. Ich Wir gehe sollten zu sie Arichio ausschlafen und lassen. Lumin und Snorri und wecke die alle mal und hoffe, dass Tashmiro einfach vom Lärm wach wird.
Tatsächlich regt sie sich nach einer Weile. Es braucht eine Weile, aber sie steht dann doch unwillig auf. Und ihre Miene ist zerknittert. Tassia geht an die andere Ecke vom Lager und guckt die so ein bisschen schuldbewusst von der Ferne an. Ich mach mal einen Tee für alle, der irgendwie die Geister belebt. Oh, hervorragend, meint Castellani. Ein sehr gut Tee. Klingt und riecht gut. So, heute Drachenjagd. Snorri. Axt geschliffen. Natürlich. Haha. Auf geht's. Ich decke deinen Rücken. Wollten wir nicht erst anfangen? Shire, wie weit bist du mit dem Netz gekommen? Alles fertig. Also wollen wir ihn anlocken und dann schauen. Aber eigentlich wissen wir ja jetzt auch ungefähr, wo sein Hort ist. Also wir können uns nähern und versuchen, leise zu sein und sie zu fangen, oder wir locken sie halt weg. Was ist mit der Elfe? Die folgt uns ja ohnehin. Ja. Diese Siri oder was? Die wird schon kommen, wenn sie Lust hat. Ja, irgendwas an ihr ist seltsam. Ja, sie verfolgt Vampir einen seltsam und oder seltsam? besucht einen in den Träumen. Ich denke, Denk. so eine Waldelfe, die einfach vorsichtig ist. Außer bei Adepta offensichtlich. Sie scheinen mehr im Kontakt zu Was habe stehen. ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Nix, Ach, alles gut. Erzählt. hm? Nein, ehrlich, ich bin wirklich interessiert. Bitte, was, wie? Ach, vergesst es. So, was machen wir jetzt mit dem Netz, Shayaril? Also. Also entweder locken wir die Drachen weg und machen eine Grube und dann fallen sie rein und wir packen die Netze drüber. Oder aber wir nähern uns jetzt im Hort und sind ganz mutig und greifen sie einfach an. Eine Und Grube dann. für einen 2 Meter Drachen. Wie lange sollen wir denn buddeln? Wir haben ja Snorri dabei. Ja, okay. Gut, das würde uns einige Tage kosten. Oder wir gehen direkt dahin. Wir können hoffen, dass die Fangnetze sie einfangen und zu Boden bringen, aber ganz sicher bin ich natürlich nicht. Und dann werden sie auch nicht gut auf uns zu sprechen sein. Wie war damit der Plan, dass wir einen weglocken? Wie nah musst du denn an so ein Tier dran, um mit dem zu reden? Kommt drauf an, in welcher Sprache. Also so nah müsste das, glaube ich, nicht sein. Ich höre sie ja von hier aus. Aber sie sollten mich schon sehen können. Ja, dann lasst uns doch einfach gucken, dass wir uns grob in die Nähe machen. Versucht euren Zauber dann auf Entfernung zu machen und ruft denen was rüber. Hey, wir möchten mit euch reden. Okay, gut. Und für Notfälle haben wir unsere ganzen Waffen. Also ich würde sagen, Snorri geben wir das Netz. Der wird wahrscheinlich am meisten Erfahrung mit einem Netzwurf haben. Und der wirft es dann schnell über ihn, falls einer runterkommt und irgendwas eskaliert. Und ich halte mich bereit, dass ich halt schnell dazukommen kann, wenn was ist. Und unsere Magier versuchen, Hat uns in Lumin irgendeiner Art und eigentlich Weise zu schützen. eine metallene Rüstung? Kettenhemd. Okay. Das Er ist hat halt so einen vielleicht. Wappenrock normalerweise drüber. Ja. Solltest du das vielleicht ausziehen, wenn es glänzt? Bisher haben sie uns ja auch nicht angegriffen. Naja, die Ja, was? Schwert wird wahrscheinlich auch blinken in der Sonne, ne? Oder eine Axt. Die Scheide weniger. Also, wenn das Gut, dann Track haben wir geschoben ist, ja auf jeden unsere Fall, aber. Zielscheibe. Das ist doch gut. Lumine ist unsere wandelnde Zielscheibe und Snorri kann dann mit dem Netz versuchen, die Drachen einzufangen. Das sind ja Wolltest du nicht mehrere. mit denen reden? Warum bin ich jetzt plötzlich eine Zielscheibe? Was habe ich da jetzt irgendwie verpasst? Castellani verschränkt so die Arme. Ja, schickt den Krieger vor, der uns alle beschützen kann, dass er gefressen wird, bevor wir irgendwie was machen können. Nur weil Das er eine Fressen mache ich mir blinkendes weniger Kettenhemd Sorgen. Ich anhat. mache. Also danke, Alberto. Gut, dann machen wir es so, dass Lumin eher weiter zurückgeht, weil er kann sich ja nicht unsichtbar machen und ich laufe vor und ihr gebt Wir mir können uns Deckung. alle nicht unsichtbar machen. Ja, aber wir glänzen und glitzern nicht und werden im Zweifelsfall nicht von Drachen attackiert, weil sie unser Zeugs Nizza. haben. Nizza Ayrizio auch reibt sich so ein nicht. bisschen über den Bart. Das Mein Kettenhemd könnte merkt. mal ein Ölbad gebrauchen. Das kann ich hier draußen aber nicht machen. Wir können Also dich ja mit hier Schlamm glänzt Nizza einreiben, nicht dann mehr. sieht man das nicht so gut, dass das mal glitzert hat. Nee, wie gesagt, also ne, wir sind jetzt schon mehrere Wochen unterwegs. Ich habe keinen Schmied mehr gesehen, wo ich ein Ölbad mit dem Ding machen kann. So krass glänzen tut das Kettenhemd nicht mehr.
Das ist Okay, wahr. hoffen wir einfach das Beste. Dann Und machen wir es erschwert mir einfach. jetzt auch nur, wenn ich es ziehe. Also wir In der gehen jetzt Scheide auf einfach jeden hin Fall. und Freire versucht mit denen zu reden und wenn die sich hier mit sich reden lassen, dann schicken wir Snorri mit der Axt. Mit den Netzen. Story mit dem Netz, ich mit dem Schwert, das kriegen wir dann schon klein. Wenn die Magier gegebenenfalls, wenn die abheben oder so, vielleicht noch mit ihren Zaubern, wie, ich meine, ihr habt dann, wahrscheinlich wird bei dem Kampf gegen den Goblins auch die ein oder andere Flammenlanze oder sowas geflogen sein, oder? Ja, genau, dann können sie mit ihrem Feuer wieder auf diese Drachen schießen oder so. Das wird schon. Wird schon. Was für Gut, eine versuchen wir es Verschwendung, mein erstmal mit Professor. Reden mit diesen Baumdrachen. Ich bin gespannt, was bei rauskommt. Also ich versuche da mal vorzulaufen, Die Diebe dabei halt müssen immer. sterben. Mit Bruder, wie heißt er noch? Alf. Alf. Alfen. Alfen. Alfendal. Ich versuche vorauszulehnen und mit, genau, mit dem Zauber, also mit Tiergedanken, Kontakt aufzunehmen. Ich gucke auch nochmal zu Alfendal rüber, Bruder. Ihr haltet eure Keule im Zaun, bis Snorri und ich angreifen. Das wohl. Sehr gut. Ja, dann lauft ihr Richtung der Stelle, wo ihr das vermutet. Und tatsächlich ist da so ein etwas breiter, dickerer Baum, der in seiner Krone oben so ein bisschen gespalten ist und ihr seht da sowas ähnliches wie ein Vogelnest, allerdings ist es wesentlich größer. Und da drüber fliegt einer dieser Baumdrachen. Kreist da und Einer. Der andere? könnt ihr gerade nicht sehen. Kommt aus dem Dickicht plötzlich hervorgeschossen. Dun, dun. Also Kommt es ist denn sie ziemlich leicht hoch. hoch? Bestimmt so ein Dutzend Schritt ist das bestimmt hoch, der Baum. Ich versuche mal irgendwie, ob ich den Drachen erreichen kann, mit ihm sprechen. Wenn du laut rufst, dann wirst du auf jeden Fall. Okay. Dann spreche ich ihn mal an. Dann sprich mal. Ich weiß, dass wir uns gerade eurem Ort nähern, aber unser Freund hier sagt, ihr habt was, was ihm gehört. Wir suchen ein Fass Bier und wollten uns erkundigen, ob ihr es vielleicht habt. Geh weg. Warum sollen wir weggehen? Wir hier. Das verstehe ich, aber ihr habt ja auch was von uns, nämlich das Bier, oder nicht? Nein, alles Ihr habt. meins. Warum wollt ihr denn das Bier haben? Was ist Bier? Habt ihr so ein Fass? Und das Was ist ist ein eine Fass? Flüssigkeit? So ein rundes Holzding? Ein großes? Mit einer Flüssigkeit? Holzding. Ein rundes Holzgefäß? So Da, wo riesig das groß? Blink dran ist. Ja, da ist Blink bestimmt meins. blinkt. Gut. Könnt ihr das Blink abmachen und uns das Holzfass wiedergeben? Ja, soll ich? Ja, bestens so, dass es Geht ihr nicht dann kaputt weg? geht. Ja, dann gehen wir weg. Wir brauchen nur das Holzfass mit dem Inhalt wieder. Aber wenn ich Bling abmache, geht Inhalt weg. Ah. Okay. Ich frage mal kurz nach. Dann erzähle ich irgendwie die Unterhaltung. Und genau, frag, ob man das Bling abmachen kann, ohne dass das Holzfass kaputt geht. Snorri, Lumin und der Travia-Geweihte so. Können wir das Bier irgendwo umfüllen rein, dass der einfach das behalten kann, das Bling? Oder haben wir Wo was zum wollt ihr denn Tauschen 20 vielleicht? Liter Bier hinkippen? Oder haben wir vielleicht was zum Tauschen, dass der Drache dafür was anderes bekommt? Münzen? Können Münzen geben.
Okay, ich Bei den frage ihn. Münzen, die er noch nicht gesehen hat. Lubin Aus guckt sich meiner um und Heimat. wundert sich, wo Ulricio gerade ist. Die siehst du gerade nicht. Deswegen, ja. Münzen halt. Nein. Okay, ich rede nochmal mit dem Drachen. Was wäre, wenn wir das Fass tauschen gegen andere glitzernde Dinge und mehr glitzernde Dinge? Wie viel Glitzer? Ich drehe mich nochmal um. Wie viel Glitzer kriegen wir denn zusammengesammelt? Also ich würde keins von meinen Glitzersachen wegtun wollen. Alles Metallische, was ich dabei habe, ist wertvoll. Und Geld einfach den Drachen Na, hinzuwerfen, sehe ich auch nicht als sinnvoll an. also wir haben Also jetzt ich die gebe Wahl. diesen Dieben bestimmt nichts von meinem Geld, meint Alfendal. Naja, wollt ihr euer Fass wieder haben oder wollt ihr euch mit zwei ausgewachsenen Drachen anlegen? Jetzt soll ich mein eigenes Fass zurückkaufen oder was? Ja. Hattet ihr nicht gesagt, er hat euch auch die Geldbörse gestohlen? Ja, genau. Wie würde der Horasia sagen, fexgefällige Drachen? Das ist überhaupt nicht fexgefällig, sie haben es geklaut. Also ich Ich glaube glaube nicht, dass Drachen die Idee von Diebstahl kennen. Sie fanden das halt mit dem Glitzer ganz hübsch. Wir könnten jetzt das Bier wieder haben, wenn wir ein Gefäß finden, wo wir es reinfinden, oder wir tauschen das Gefäß gegen anderes das ist Glitzerzeugs. mein Bierfass. Ja, dann legt euch doch alleine mit den Drachen an. Also ich gebe ein, zwei Münzen, kann ich hergeben. Stellt euch nicht Sagt so ihm, an. in Travias Namen sollen sie das Bierfass herausrücken. Ansonsten schicken wir den Torwaller. Eine geht da auch nicht rein, Freund. Dafür habe ich auch meinen Freund Lumin hier. Wir sollten nicht unnötig Blut vergießen. Das haben wir in diesem Wald schon genug getan. Ich denke, wir können uns auch eine. Sie sollen sich wegen ihrem Diebstahl verantworten. Also ich bin ja, Es ich sind. lasse ja mit mir reden. Vielleicht können wir, wenn Sie das Fass einfach so wiedergeben und Entschuldigung sagen, dann lasse ich das auf sich beruhen. Ich glaube, mit denen kann man so gut verhandeln wie mit Gjallskalendern. Das funktioniert nicht. Versucht, lass es Shaerail doch versuchen. Vielleicht kriegt sie es ja hin. Also, lieber Drache, dieses Fass, das gehört hier diesem Menschen und er hätte es halt Mein wirklich sehr, sehr, Weinsfass. sehr, sehr gern wieder. Und es ist ja seins und nicht euers. Hat Mensch Fass in seinem Nest? Er hatte es in seinem Wagen und dort habt ihr es weggenommen. Ja, Das dann war jetzt sein mein Nest. Fass. Sprich, wenn wir das wieder aus eurem Nest holen, dann ist es unser Fass. Untersteht euch, zu meinem Nest zu kommen. Gut, und wofür würdet ihr es freiwillig rausrücken? Gar nicht. Gar nicht. Auch nicht gegen Mein andere Fass. Glitzerdinge. Viele, viele Glitzerdinge da vielleicht. Zeig mir Viele Glitzerdinge Glitzerdinge. erst, dann ich entscheide. Okay, ich drehe mich nochmal um. Ja, also Verhandlungen klappen nicht. Also entweder klauen wir es ihm zurück, dann wird es halt hin und her gehen und er wird uns angreifen, oder wir haben sehr viele Glitzerdinge im Tausch. Silberhaar reibt sich so durch den langen Bart. Wie sollen wir denn ein 20-Liter-Fass klauen? Aus einem Baum. Frag ihn doch mal, ob er Feuer oder Gift speien kann. Also ich weiß nicht, ob er mir das verraten wird. Wie Na, ich hab. intelligent ist er denn? Weiß ich nicht. Drache, ich habe da so eine Frage. Du bist ja der erste Drache, den ich treffe. Und ich habe mich immer schon gefragt, wie das funktioniert mit dem Feuer. Also könnt ihr das? Und oder könnt ihr eher so Gift? Das ist ja ziemlich cool, wenn man das kann. Wenn ihr nicht verschwindet, dann werdet ihr das sehen, wie stark mein Feuer euch verbrennt. Okay. Ich drehe mich um und sage, dass der Drache uns gedroht hat, aber ich nicht weiß, ob er Feuer spucken kann. Also, ob er nur gedroht hat oder ob er wirklich Feuer spucken kann. Also wenn dann Feuer und kein Gift, das ist mir tatsächlich ein bisschen lieber. Je nachdem, wie stark das Feuer ist. Also, wir kriegen das Das Fass da nicht runter. Wir Castellani-Mann haben ist nichts mir getauscht. scheißegal, von was ich verletzt werde, Feuer oder Gift, es ist beides schlecht. Ja, aber Gift hat doch Nachwehen. Feuer kann man von außen behandeln. Verbrennung? Hallo? Ja, aber wir haben Magier dabei. Irgendeiner von euch wird ja wohl heilen können. Wenn denn noch alles machen? Feuerlanzen schießen, heilen. Das ist doch nochmal logisch, denke. Wir haben keinen, also wir kommen da oben nicht ran. Wir wissen nicht, wo der andere Drache ist. Wir können das Fest auch nicht runterholen, weil es ist zu hoch Naja, und wir zu könnten schwer. schon nach oben. Und dann sterben.
Naja, wir sollten nicht klettern, da hochklettern, solange da noch Baumdrachen sind. Die pflücken einen vom Baum oder sowas und dann können wir nicht helfen. Wenn wir jeder eine Münze geben, haben wir 8 Münzen? 7 Münzen? Ich habe keine Münzen. Ihr wollt jetzt wirklich, also Alfendal meint das, ne? Ihr wollt jetzt wirklich den Münzen geben für einen Dieb, dass er das Diebesgut zurückgibt? Ich gebe ihm ganz sicher nicht meine Turbanbrosche. Funkelt Die habe ich schon abgenommen. Die hat Taschmiro schon abends abgenommen, als sie das gehört hat, dass es auf das Bling-Zeug geht. Ihren Raben. du Elfe! Ja. Will Glitzerding tauschen. Okay, gegen was? Großer bunter Mensch hat Glitzerding in Hand, das haben will und gesehen mehrere kleine Glitzerdinger ihr habt So geben. runde. Okay, gut. Viel davon. Viel davon. Ich drehe mich noch einmal um. Also er möchte, was hat der Travia-Geweihte denn in der Hand? Nee, der Bunte, das ist Snorri. Snorri. Was hat denn Snorri in der Hand? Ja, seine Axt wahrscheinlich. Ach, okay, ich habe auch nur eine kleine Axt. Also der Drache möchte eine Axt haben und viele Münzen. Also Snorris Axt. Ich habe nur so eine kleine Axt mit zum Holz. Das reicht, glaube ich, ihm nicht. Das ist aber ein unfairer Tausch, weil der Gegenstand, den er hat, der ist ja nicht so groß, der blinkt. Und Ja, so ein wenn so. 20-Liter-Fass ist schon ziemlich Ja, aber groß. nein, das, was blinkt, ist er halt nur so faustgroß vielleicht. Also Na, das, was er dafür mal. getauscht bekommt, auch. Ja, deine Axt sowieso nicht, die ist viel zu groß. Das ist kein fairer Tausch. Es muss ja. Alfendal meint, nachher ist er dann doch fixgefällig, in Verhandlung. Oh. Oh, jetzt seid auf den billigen Plätzen. Also ich hätte hier so, ich drehe mich zum Rand. Also ich hätte hier so eine kleine Axt und ein bisschen Besteck statt der großen Axt und wir können ein paar Oh. Münzen dazulegen. Kleine Das. und große Axt und Münzen. Vielleicht sollte der Hexgeweiht mit ihm verhandeln. Ich Ja, keine wenn ich Ahnung, so wo der auf die sich. Uhr gucke, können wir ja hoffen, dass Pölle beim nächsten Mal da ist. Ich Ja. glaube, das ist auch gerade eine richtig gute Szene eigentlich für den Fexgeweihten. So, Ja. naja, machen wir hier mal einen Cut und hoffen mal, dass er in 2 Wochen mitspielen kann. Und ansonsten muss Shayariel ihre fexischen Tugenden entdecken. Na toll. Jetzt hatte ich schon gedacht, so von wegen, ich könnte endlich Drachenschlechter auf meine Agenda packen, aber nein. Ja. Ja. Ariel meint ja plötzlich irgendwie so droppen zu können, dass man sich mit Tieren irgendwie halbwegs vernünftig unterhalten kann. Das ist ja Tust du da für. gerade? Ja, das ist Ja, für Lumin halt auch nicht so einfach. Bisher hat er gesagt, es sind seelenlose Tiere. Deswegen auch kann man essen, ist alles kein Thema. Gibt es die Möglichkeit, sich mit den Viechern zu unterhalten? Anscheinend. ja. Es sind Wesen wie wir alle. Sie können sogar uns ins Böse führen. Also sehr kluge und sehr große Drachen können auch verführen. Ja, Tengil sagt auch, Lumin aufgeschoben ist nicht aufgehoben mit dem Drachentöter, ja. Ja, Ach eben, so, es ist ja ja. noch nicht ausgegangen. Macht sich gut als Titel. Und wenn dann wirklich ein ausgewachsener Drache kommt, dann. ich glaube, da Wer hätte ich sagt? was liegen lassen. Ich bin aber Aber gleich Drachen bei raus. DSA sind ja immer so eine Geschichte, also Wer muss man da sagt denn, dass das aufpassen. kein ausgewachsener Drache ist? Ja, Ja, es okay. ist halt, Baumdrachen werden nicht so groß. In seiner Art und Weise ist es ein Ja. ausgewachsener Drache, ja. Ach, famos. Also du meinst jetzt so einen Kaiserdrachen oder ich glaube, dann wird er schon längst nicht mehr auf Dere, wenn ihr den angreift. Ja, ich glaube, wir kämen gar nicht. Also vielleicht hätten wir gerade mal das Schwert gezogen und dann wären wir wahrscheinlich schon Toast. Aber verbranntes Toast von der feinsten Sorte. Ja. Elanors anderer Charakter könnte jetzt Geschichten über Drachenfeuer erzählen. Unangenehm. Unangenehm, die Steine sind geschmolzen wie Butter in der Pfanne. Ha. Oh In einer Mann. Pfanne, die auf einer Herdplatte steht, oder einfach Ja, in nur in einer einer heißen Pfanne? Pfanne. Ah, okay, gut, ich war so sicher.
Ja, aber man trotz, war ja trotzdem ganz Spiel spaßig. Wir haben ja trotzdem ein bisschen was erfahren. Ja. Ich hatte eben auch schon geschrieben, so von wegen, eins kann man unserer Runde nicht nachsagen, wir haben auf jeden Fall die geilsten Lagerfeuergespräche. Ja, das habe ich, fand es so cool. Ja. Macht mir auf jeden Fall auch mal öfter, also Lagerfeuergespräche machen mir auch immer Spaß. Was ich am unruhigsten finde, ist, wie viel Spaß du dabei hast, die Adepter zu spielen. Ja. Ich habe generell Spaß zu spielen. Ja, aber bei der Adapter sehe ich manchmal so ein Funkeln. Kann auch sein, dass es an der Qualität der Kamera liegt oder sowas. Aber ganz phänomenal. Also fast kosmisch. Und auch dieser Switch von irgendwie total, also so sehr ernst zum Gespräch zwischen Lumin und Snorri und dann dieses, das war groß. Das war auch ernst? Also das war dann ein super ernstes Gespräch zwischen Shayari und Tatsia. Das ist einfach mega. Eine gewisse Komik inhärent. Die Adepta scheint aber eine leichte Impulsstörung zu haben. Was? Was so die Kontrolle angeht, also so. Ja. Phänomenal. Ganz ADHS-Richtung oder sowas. Man weiß es nicht. Ja, apropos Adepta, ich hatte ja meinen Smiley-Würfel beschlagt, um zu schauen, wie Tashmero reagiert. Und es war so ein leichtes Grumpy-Face-Smiley. Also. Deswegen sein. Oh, nervt mich nicht. Ich habe auch den auch gewürfelt, ob Tashmero und wie Tashmero aufwacht. Das ist ja voll die gute Idee, sich die Würfel dazu zu legen. Ich habe einfach gedacht, okay, wie machst du das? Du willst jetzt nicht aus dem Bauch heraus entscheiden, wacht sie auf oder nicht? Lass aber mal den Smiley-Würfel entscheiden. Der ist für sowas dann ganz gut. Wir würfeln ja nicht oft, eigentlich gar nicht. Koali als Meister. Ich habe heute ein paar Mal gewürfelt, ja. Ich würde sagen, Koali ist der Einzige, der unauffällig würfelt. Wir als Spieler, ja, überhaupt nicht. Deswegen, okay, Smiley-Würfel für sowas top. Herrlich. Lege ich mir demnächst mal auch so Würfel hin. Ja. Diese Smiley-Würfel kann ich sowieso nur empfehlen. Also jeder Rollenspieler oder Rollenspielerin sollte so einen Smiley-Würfel haben, finde ich. Das könnte, ja, ich muss mir den noch zulegen. Sind das nicht einfach Story-Cubes? Oder? Nee. Ja, die sind tatsächlich wirklich, haben verschiedene Smiley-Faces drauf. Happy, Smirking. Ja, okay. Ich hab's schon gehalten. Okay, ich guck mal, weil ich habe Story Cubes, ob da sowas auch dabei ist. Also ist ja bald wieder Spielemesse in Essen, da kriegt man auf jeden Fall solche Dinger, denke ich. Ist schön, ich bin jetzt nicht in Essen, aber. Ja, oder einfach im Game Store des Vertrauens um die Ecke. Ja, okay. Der sein können, dass du zur Spielemesse mal nach Essen hinfährst. Könnte sein, dass Anlass ist, mal das Spielbrett in Hildesheim aufzusuchen. Wir haben so einen einzigen Nerdladen in Braunschweig. Ja, frag mal, ob die Smiley-Würfel haben. Ne? Bestimmt haben die das. Die haben da eigentlich alles. Wenn man was findet, weil der Land so vollgestellt ist mit Zeugs. Oder ich nehme auch Bestellungen entgegen, vielleicht, wenn ich auf der Spielemesse bin, dann bringe ich dir welche mit, dann schicke ich dir die zu. Guck mal, ich habe ja, wie gesagt, auch eigentlich Würfel hier. Im Prinzip ist es ein ganz normaler Würfel, ja. So, sechsseitiger Würfel. Kann sie einfach einen schönen großen Würfel, sechsseitigen Würfel nehmen. Sie jeden Würfelwurf beim SL sieht man, denke ich. Echt? Da muss ich aber dran arbeiten, dass das nicht mehr so ist. Echt? Mir ist nicht aufgefallen. Ja, als nicht. Spieler fällt einem das auch nicht so auf. Wenn man dann hinterher mal guckt, oder wenn man gerade nicht aktiv ist, dann ja, vielleicht halt. Aber ja, es ist halt. Würfelst du eigentlich richtig analog oder? Nee. Alles digital. Im Roll20, genau. Ja. Habe ich mir gedacht. Hab Makros, ja. Dann geht das auch schnell. Ein Klick und dann habe ich direkt die Würfel hier. Wettervorhersage. war kein Platz in meinem Roll20 für alle Eigenschaften. Nee, also. Ganz, ganz famoser Abend. Ja, also so wieder reinzukommen, war es, glaube ich, ganz gut. Und dann hoffen wir beim nächsten Mal, dass der Pölle auch wieder damit dabei sein kann. Ja. Und das ist mich auch so ein bisschen, ich hatte keinen Pölle fürs Gespräch. Das war auch so, wir haben halt auch nichts angefangen. Das war halt auch so ein, wollte ich dann auch nicht. Ja. Wenn er nicht da ist und ein Gespräch anfangen. Und wenn ihr jetzt irgendwie schon anfangt, um Silber zu feilschen, also. Ja. Ja, also er kann hinterher mein Glitzerding in seinem Leib haben, der Drache hinterher. Das müssen wir schauen.
Ich sehe schon, da ist einer auf Krawall gebürstet. Ja, Snorri das ist auch. schön. Ich sehe das ähnlich wie der Travia-Gewalt. Ich sehe nicht ein, dass nachdem etwas geklaut wurde, Der wir sieht das das echt hinterher nicht ein, ja. freikaufen. Ja. Der Dieb muss bestraft werden. Also bei einem Baumdrachen hätte ich jetzt gesagt, okay, dem hätte man auch auf die Pfoten klopfen können und ihn dann wieder ziehen lassen können, wenn wir unser Eigentum wieder kriegen. Aber ich befürchte, da kommen wir nicht dran ohne. Ja. Naja, Shayaril ist ja auf dem besten Wege mit den Verhandlungen, ne? Also es ist. Ja, klar, wenn wir ihnen hier ihre kleine Baumfäller-Axt, Snorris große Axt und jede Menge Münzen geben, dann bringen sie uns das Fass runter. Das ist richtig. Nee. Er muss sich ja lohnen für den Drachen. Ja, klar, von nichts kommt nichts. Ne? Ja. Aber zumindest kriegen wir ihn so runter, indem wir die Sachen da hinlegen. Ach so. Ja, ich denke, beim nächsten Mal könnt ihr euch zur Beratung erstmal zurückziehen und dann Pläne schmieden. Ne? Das Interessante an der Geschichte ist halt, wo ist der Zweite? Also entweder pennt er im Hort oder wir haben vorher schon gesehen, dass wir angekommen sind und der hält sich irgendwo Hinter dir. bereit. Ja, ich sagte ja eben schon, so von wegen, er prischt durch die Hecke. Also ich habe keine Smileys, ich habe Story Cube Actionwürfel zum Beispiel. Da gibt es dann so kompliziertere Sachen wie der Dieb holt sich den Schatz. Kann man bestimmt auch mit Drache ergänzen. Ja. Cool. Ich sehe das schon kommen. Aricio hat demnächst einen Baumdrachen als Schüler. Das wär's doch. Geil. Können wir den behalten? Den lasse ich auch nur hin und wieder in der Stadt rumfliegen. Das ist überhaupt kein Problem. Der kommt auch immer wieder zurück, weil ich bin sein mobiler Hort. Na gut. Na gut. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. War schön, wieder nach der langen Zeit mal wieder zu spielen. Ist auch gut, Oh dass wir ja. das heute Ja. durchgezogen haben. Ja. Und vielen Dank an euch da draußen, dass ihr wieder hier wart. Vielen Dank auch nochmal für die ganzen Subs. Ich hoffe, dass ich jetzt den Subs auch gerecht werde und dann auch nochmal ein bisschen Content liefern kann, damit sich das auch gelohnt hat für euch. Ansonsten enjoyt einfach mal die schönen Koala-Smileys. Und ja, wer Interesse hat an Baldur's Gate 3 Content mit einem Gnomen-Barbar, der wird ja sowieso zugespammt auf meinem YouTube-Kanal. Also weiß ich nicht. Also, könnt ihr ja mal in die Kommentare da mir mal reinschreiben, ob ich die mal auf privat stellen sollte, dass man sich einfach nur die Playlist angucken, dass man nicht immer eine Benachrichtigung kriegt davon. Wie gesagt, seit ich das Ding gestartet habe, haben unglaublich viele Leute mir entfolgt auf YouTube. Das ist ein bisschen gruselig, aber gut. Vielleicht sind es die Vielleicht, deswegen machen ganzen. wahrscheinlich so viele Leute auch unterschiedliche Channels, ne? Dann hast du einmal einen Gaming-Channel und dann hast du einmal einen Ja. Rollenspiel-Channel und dann sind die Rollenspieler glücklich, wenn sie nur Rollenspiel-Content kriegen und Oder die. es hat halt gefruchtet, dass ich die ganzen Jahre immer gesagt habe, D&D ist so scheiße. Und jetzt. Naja, mal gucken. Nein, glaube ich Jetzt nicht. wirst du unglaubwürdig. Ich finde D&D immer noch nicht sonderlich gut, aber ja. Jedem das Seine. Exakt. Oh. Hauptsache, man findet einen Motor, mit dem man glücklich ist und mit dem man spielen kann. Und ob es DSA, D&D, World of Darkness oder was auch immer ist. Genau. Ja. Hauptsache, man spielt überhaupt. Genau. Wir haben doch alle eins Ein gemeinsam, die schönes Liebe zum Schlusswort. Rollenspiel, Man kann oder? auch Ist mit es? Story Ja. Cubes spielen. Genau. Das kann man Ja. sehr gut. Ja, gut, dann hoffentlich in 2 Wochen sehen wir uns wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Oh, schade. Schon vorbei alles, aber du kannst dir auch andere Sachen. Oder das da. Mach das mal. Tschüss.